Achso, alles klar. Ja, auch heute gibt es natürlich noch eine Aftershow. Der Ninja reicht ja nicht, um sich zu entspannen. Und natürlich geht es mit Amiga Live weiter. Und 5 Teilnehmer spielen noch weiter, nämlich Michael, Ingo, Arne, Dani und Manfred. Und ich werde nachher auch noch mal kurz dazu stoßen. Ja, mögt ihr einmal kurz sagen, was ihr spielt und vielleicht einmal kurz erklären, was Amiga Live ist? Weil auch hier kann natürlich jeder, der Lust hat, mal mitmachen. Also ich kann es kurz erklären. Amiga Live, da kann man raufgehen auf die Webpage amigalive.com und sich einen Emulator runterziehen, komplett mit Spieleliste und Serveranbindung. Und dann kann man ganz, ganz leicht dort Multiplayer-Amiga-Spiele spielen, online. Und das machen wir hier. Heute haben wir uns jetzt mal, Achtung, die Kurve, das Spiel vorgenommen. Ganz viele dieser Spiele, die dabei sind, das sind so Public-Domain-Spiele damals vom Amiga, die man zu 4, 5, 6 mit mehreren Spielern spielen kann. Und Achtung, die Kurve ist halt so ein Night Cycles-Klon mit kurvigen Linien, was man mit bis zu 6 Spielern spielen kann. Und wir spielen heute zu 5. Das Spiel kommt, glaube ich, aus Tschechien, war damals der Hit. Also wir haben das ganz viel gespielt als Kinder auf dem Amiga, als Jugendliche oder so. Und ja. Ja, dann fangen wir jetzt mal an, ne? Starten wir mal eine Runde, ne? Genau. Und wir wissen ja, die Farbe des Untergrundes macht tatsächlich einen Unterschied. Also wenn es unter der eigenen Linie dunkel ist, wird man schneller. Nein! Und wenn es hell ist, wird man langsamer. Oh! Also und es wird natürlich auch automatisch mit der Zeit immer schneller. Oh. Scheiße, ich hab schon meine Hände über. Unglaublich. Alle auf Rot. Moment. Boah. Also ich bin blau. Wer ist wer? Ja, alle auf Rot. Ich bin der hellblau. Ich bin violett. Gelb. Okay, Manfred ist hellblau. Danny ist gelb. Ingo? Ich bin grün, aber ich bin halt direkt irgendwo in jemanden reingefahren. Oh. Und vorhin habe ich auch aufs Handy geschaut und vergessen, dass es gestartet worden ist und habe meine Lautsprecher aus. Ja. Und dann bin ich irgendwo gegengeknallt. So, aber jetzt mache ich euch alle fertig. Ja, klar. Nein! Scheiße! Das ist immer, wenn man anfängt, wenn man anfängt, Shit-Talking zu betreiben, ist man meistens tot. Ja, also ich finde das mit Tastatur fast einfacher, ey. Aber das Blöde ist jetzt, warum, ich möchte gerne mal ein bisschen hier so das Gefühl kriegen, wie die Steuerung funktioniert. Ja, und warum bitte schön bin ich dann immer direkt neben jemanden? Das ist, also so, wir jetzt, fangen ja jetzt bin ich ganz allein. Jetzt mache ich euch richtig fertig. Warte mal. Und jetzt, man jetzt. Fährt am Anfang auch immer ins Zentrum zuerst. So, komm. Also das ist los. Oh, ihr Schweine. Ihr Schweine. Ihr Arschlöcher. Nein, Ingo Max, ja! Schön Frontalkraft. Hör mal, aber da kann es sein, dass es irgendwie Gravitation oder sowas gibt? Nee, es gibt Beschleunigung. Gravitation. Aber wie gesagt, der Untergrund bestimmt deine Geschwindigkeit. Ne? Dunkel ist schnell, hell ist langsam. Wer ist pink? Man kann selbst so kleine dunkle Pixel mitnehmen. Ah, verdammt. Ja, klar. Also ich meine, die Kollisionsabfrage ist halt auch pixelgenau. Ah! Total cool. Mist. Abgedrängt. Mensch. Stüss Knete mit Zernik. Das ist, glaube ich, Space-Taste drücken auf Tschechisch. Ist aber nur eine Vermutung. Oh, Alter. Ich finde es auch so krass, der Soundeffekt. Der Soundeffekt, wenn jemand stirbt, dieses Gelächter. Wir haben uns aber beide irgendwie reingeritten jetzt. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich dich abfange, aber dann musst du da durch die Lücke kommen. Kann man die Mauer durchbrechen oder wie geht das? Es wird automatisch Lücken. Und du hast gerade das Glück, jetzt eine zu treffen. Du kannst ja durch die Löcher fahren. Nein! Nein! Oh. Nein!
So. Nein. Du wolltest mich also in die Wand bringen, ha? Huh? Aber das ist halt dann schon viel schwer im Joystick. Also ich spiele mit Joystick. Das ist einfacher. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so ein bisschen schwammig, die Steuerung. Ja. Na gut, du hast halt dieses Delay, dass du den Joystick erstmal in die Richtung drücken musst. Ne? Das geht bei Tastatur schon. Aber es geht auch mit Joystick, finde ich. Ach du Scheiße. Vor allem, wir haben ja früher mit 6 Leuten zum Teil vor der Amiga-Tastatur gesessen und das Spiel mit 6 Leuten an der Tastatur gesteuert. Das muss man sich mal vorstellen. Da wurde es doch auch manchmal etwas ruppig. Dann hat man sich mal so mit der Schulter angestoßen, um den anderen aus der Verfassung zu bringen. Das weiß ich noch. Aber wir haben uns jetzt nie wirklich geprügelt oder so. Oh, verdammt. Wer war hellblau? Ich. Guck das mal, der Pink hat den Maschsee da gezeichnet. Nein. So sieht der Maschsee von oben aus in Hannover. Witzig. Neue Challenge. Genau. Irgendwas zeichnen. Ja, speziell, da ihr jetzt hier alle den Flight Simulator spielt, dann könnt ihr ja das alles von oben zeichnen. Oh, ich war so enttäuscht. Das sieht hier überhaupt nicht aus wie ein Real, ey. Was? Der Flugsimulator. Meine Wohngegend. Das ist total falsch alles. Ja, also mein Haus hat die falsche Farbe. Nee, also bei uns auch die ganze Nachbarschaft, das stimmt überhaupt nicht. Das ist einfach nur so zusammengewürfelt. Bin jetzt der Einzige hier, der den Flight Simulator nicht hat, oder? Ich hab auch noch nicht. Ah, du hast noch nicht, okay. Nee, mein PC packt's nicht. Aber es passt schon. Ich hab mir einen Shadow-PC vorbestellt, extra dafür. Im September kriege ich meinen Shadow-PC in Oklahoma. Aber das kann man echt ganz gut spielen. Vor allem, ich kann es halt auf dem Handy oder am Tablet spielen. Aber die haben, glaube ich, so eine komische AI trainiert. Also die haben eine AI trainiert, ja, und dann macht die sowas, das sieht dann irgendwie ungefähr so aus wie deine Nachbarschaft, aber eben nicht genau. Ja, aber das ist auch ein bisschen heftig. Es ist trotzdem super beeindruckend, ja, wie das halt aussieht. Na gut, wenn du von oben drüber fliegst, wenn du jetzt nicht, es fliegen ja, ich meine, so eine Boeing 747 fliegt ja auch nicht im Tiefflug jetzt irgendwie über Nachbarschaften. Ja, bei Ingo schon. Ja, gut. Ingo fliegt ja auf meinen Kopf. Ja. Was ich schon fand auch komisch, was du gesagt hast. Mit einer 747, also Loopings gemacht und dann im Tiefflug durch Häuserschluchten geflogen. Ja, das kann ja nicht sein, oder? Das stimmt doch irgendwas nicht, wenn das geht. Eine Boeing kann doch nicht über Kopf fliegen. Ja, es ist ein amerikanisches Produkt, die sind stabil. Oh, Mist. Habt ihr mal das Dunkelblau? Buch, ich bin dunkelblau. Ah, okay. Habt ihr mal dieses Airframe gelesen von Michael Crichton, das Buch? Nee. Das ist total cool. Das ist von dem, der auch Jurassic Park geschrieben hat. Über so eine Detektiv-Krimi-Geschichte über Korruption im Flugzeugbau oder so. Oh. Da beschreibt er halt total genau, wie so Flugzeuge gebaut werden und so, wie krass das ist. Und es gibt halt nur 2 Firmen, Airbus und Boeing, die überhaupt solche großen Zivilflugzeuge überhaupt bauen können. Also das ist finanziell derartig krass teuer. Und ist auch ein Riesenunterfangen. Also ja gut, aber warum können die sich das leisten? Einfach nur, weil die Länder dahinter stehen. Ja, die haben halt auch über Jahrzehnte eben das Know-how angesammelt, so, ne? Wie man das macht und haben halt diese riesigen Hallen, in denen diese Flugzeuge. Ja, aber nicht nur das, sondern die Absicherung zusammengebaut werden. Bei Airbus steht die komplette EU dahinter, bei Boeing die USA. USA, genau. Ich habe einen Zehner, ich habe es geschafft. Hast einen Zehner. Scheiße, du hast einen Punkt mehr als ich. Hab meine Chance jetzt endlich mal. Wir brauchen noch Grün. Grün.
Grün Ingo? Muss ich aktivieren. Ingo? Musst du mal noch rechts und links drücken. Du musst dich neu aktivieren, sonst bist du nicht im Spiel, genau. Und dann Space. Ja, und die haben halt, in dem Buch ging es halt um so, auch so, so eine Art Unfall. Da wurde halt versucht, dann von den Polizisten nachzuvollziehen, warum da so ein Unfall passiert ist. Und dann haben die halt dieses abgestürzte Flugzeug Teil für Teil in so einer riesen Halle versucht, die ganzen Teile wieder da so, ja, forensisch irgendwie zu analysieren und so das zu verstehen, was da passiert ist. Es ist so krass, also ja, im Grunde, also ich weiß es nicht, aber es war sehr interessant, das Buch auf jeden Fall. Ist eigentlich schon mal jemand gelandet hier am Flugsimulator? Ja. Also ich bis jetzt noch nicht, also ich hatte bis jetzt noch nicht vorzulanden. Ich bin immer nur abgehoben und halt irgendwann mal abgestürzt. Nee, ich bin gestern mal in Chiang Mai und in Bangkok mal gelandet. Cool. Ach, da wollte ich auch noch hinfliegen. Ich war in Phuket, da war ich in Südamerika unterwegs. Wo war ich denn sonst noch? Seoul. Da wollte ich nach Nordkorea fliegen. Ging das? Ja klar. Nur ich bin dann irgendwann abgestürzt, weil ich weiß nicht warum. Also ich hatte Orientierungsprobleme und bin dann halt irgendwann abgestürzt. Nee, Quatsch, das Flugzeug hat es zerrissen in der Luft, weil ich habe zu viele Manöver gemacht. Aber du kannst überall hinfliegen, das ist halt so richtig geil. Ach, zur chinesischen Mauer. Habt ihr mal versucht, so über die Sahara zu fliegen oder so, die Wüste und sowas? Das soll auch interessant sein. Oder hier Mount Rushmore oder solche Sehenswürdigkeiten in den USA wären auch interessant. Oder der Eiffelturm. Genau, da haben sie schon den Trump verewigt. In Paris. Ja, hör auf. Im Eiffelturm. Nee, nein, in Mount Rushmore wollte er ja sein Gesicht da irgendwie verewigen. Also, das ist echt irre, der Typ, ey. Das ist so krank. Ich muss aufpassen, was ich sage, sonst ja, wird mir auf meine Green Card entzogen. Ich bin ja kein US-Staatsbürger. Aber du bist verheiratet dort, oder? Themawechsel. Genau. Aber das wäre witzig, solche Sehenswürdigkeiten sich anzuschauen. Wow! So zum Beispiel den Grand Canyon würde ich gerne sehen im Flight Simulator. Ja. Oder das ist halt das Geile. Du kannst auch den Schwarzwald überall, so irgendwie? Ja, natürlich. Also da war ich zwar jetzt noch nicht, aber ich bin halt in der Eifel rumgeflogen, weil ich hatte versucht, mein Haus zu finden. Und nach so 2-3 Stunden habe ich es dann gefunden. Weil das Dumme ist halt, bei den Karten sind ja keine Straßen verzeichnet. Und es ist halt total schwer, sich zurechtzufinden in der Luft. Was ich irre finde, ist, dass Microsoft tatsächlich wirklich jede Neuheit, die sie rausbringen, zurzeit in den Game Pass reinbringen. Man kann also momentan, wenn man in den Game Pass einsteigt auf dem PC, das für 1 Euro oder wenn man länger dabei ist, für 4 Euro im Monat spielen. Ja, ich habe es ja auch umsonst bekommen durch den Game Pass. Ja gut, deine Motivation. Du mietest es ja dann nur, ne? Du hast es ja nicht wirklich, sondern ja, natürlich, wenn du den Game Pass kündigst, ist es dann auch, glaube ich, auch wieder nur, weg. Nur wie viel musst du das in irgendeiner Form, wie lange musst du das mieten, um hier halt diese Premium-Version, die über 100 Euro kostet, dafür auszugleichen? Also ich wollte es mir auch kaufen und dann habe ich gesehen, dass die Premium-Version 120 Dollar kostet und dann habe ich es erstmal sein gelassen, weil es ist dann doch ziemlich teuer. Weil das muss man ein bisschen dann ins Verhältnis setzen. Also ich habe jetzt keinen Game Pass, aber das ist schon eine Ansage, wie günstig man das Ding überhaupt spielen kann. Ja, ich glaube, mit Game Pass kannst du es dann auch auf der Xbox und Windows spielen, ist dann auch egal. Ja, genau. Dann brauchst du aber ein anderes Paket. Also es ist, die haben da ja zwei verschiedene Varianten. Ach so. Die PC-Version ist momentan in der Beta-Version halt sehr, sehr günstig. Ah. Meine Motivation war ja auch, dass wenn ich vielleicht mal irgendwann mal eine Xbox kriegen sollte, dass ich das dann halt auch da drauf spielen könnte. Also ohne Game Pass, weil ich habe mir ja halt auch dann die Premium gekauft. Weil ich wollte die halt unbedingt auf Frankfurt haben. Oh. Ich wusste gar nicht, dass es von durch die Kurve eine Premium-Version gibt. Aber egal, ihr seid sicherlich voll beim Thema. Ich mache mich kurz auf den Weg. Ich fahre wieder Fahrrad. Vielleicht melde ich mich nachher nochmal. Hoffe ich zumindest.
Auch kein Unfall. Aber ihr habt ja jetzt kein Video laufen, ihr spielt selber, oder? Ja, selber, ja. Okay, dann bis nachher wahrscheinlich. Bis dann. Bis dann. Gleich. Wer bleibt am längsten? Wer ist hundertprozentig noch da? Ich muss irgendjemanden zum Co-Host machen. Ja, ja. Den Danny. Bin ich. Der Danny ist jetzt verantwortlich. Bis dann, ciao. Ciao. Arne? Ja. Oh! Du musst hey, Alter, das ist dabei! Du musst es mit deinem Shadow-PC jetzt bis September warten, ja? Und scheinbar ist die Nachfrage jetzt so hoch gegangen, dass jetzt die Wartezeit bis November ist. Also scheinbar haben sich alle Leute wegen dir. Bestellt. Nein, jetzt also nicht jetzt hier, aber wegen Flightsim wahrscheinlich. Weil das halt wahrscheinlich für viele Leute so ein System-Seller ist, ja? Die halt mal reinschnuppern wollen. Ja. Und zum Beispiel auch vom Leck her ist es vollkommen, also da merkt man überhaupt nichts, ja? Von wegen, das Schöne ist ja, dass der sogar mit voller Power die Daten streamen kann. Ja. Und weil die wahrscheinlich eine Standleitung haben. Die maximale Qualität. Genau, die haben eine 1000 Megabit Anbindung. Ja. Genau, das heißt, du kannst, es ist eigentlich auch ganz interessant, weil du kannst dich dann auf deinem Shadow PC einloggen und auch so Sachen runterziehen halt viel schneller als zu Hause. Zumindest dazwischen lagern. Die sind dann natürlich nur auf dem Shadow PC, aber ist ja egal, wenn man es eh darauf zockt. Ich finde das eigentlich wirklich, das ist witzig, weil im Stammtisch haben sich die Leute ja so ein bisschen über dich lustig gemacht, aber ich fand das eigentlich total logisch. Weil ich konnte mir jetzt für $15 einen Shadow-PC ziehen, im September wird er freigeschaltet und dann kann ich halt mir diesen Game Pass kaufen und dann Flight Simulator darauf spielen. Ja, dann also wenn du Grunde, jetzt... Eine, ja! Dann habe ich im Grunde so 15... Ja! Ja, irre. Es kommt natürlich darauf an, was für ein Spieler du bist. Dann habe ich $16 bezahlt und kann das Spiel zumindest mal antesten. Und dann kann ich mich entscheiden. Wenn du jetzt sagst, wow, da möchte ich jetzt jeden Tag 5 Stunden spielen, kannst du dir immer noch einen tollen PC kaufen. Ja, ja. Aber es ist für mich auch völlig außer Frage, mir jetzt einen neuen PC zu kaufen. Gerade abgelenkt, vor allem beim Essen. Ich könnte meinen PC auch gar nicht upgraden, weil der ist alles alt. Das Motherboard ist zu alt, die Grafikkarte ist zu alt, die CPU ist zu alt. Das bringt nichts. Ich müsste mir einen komplett neuen PC kaufen, mit neuem Motherboard, Speicher, alles neu. Und das ist dann natürlich schon ganz schön teuer. Und für ein Spiel lohnt sich es, glaube ich, auch nicht. Also ich finde, das macht total Sinn, dieses Shadow-PC-Modell. Obwohl, es gibt, glaube ich, auch schon so andere Firmen, die auch sowas anbieten. Ich habe sowas gesehen, xCloud oder so gibt es wohl auch. Und es gibt ja alles auch schon ein bisschen länger, ne? Genau, ich weiß auch gar nicht, ob Shadow PC wirklich die beste Firma ist, die sowas anbietet. Ich war das wäre cool. Das war witzig, von Talcrash. Aber das Gute witzig, ist, ich habe ja auch die monatliche Kündigungsform da genommen. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich Bock habe, das von heute auf morgen einfach kündigen und gehe woanders hin. Also das ist ja jetzt relativ easy. Und ich habe halt erstmal keine Investitionskosten. Ja. Und meine Frau merkt auch nicht, dass ich was ausgebe. Ich finde, der Flight Simulator... Das ist das Wichtigste, ne? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Genau. Ich glaube, der Flight Simulator ist sowieso auch so immer am Stream, oder nicht? Also irgendwie wird da ja eh alles Mögliche gestreamt, die ganzen Texturen und so. Ja, natürlich, da wird eigentlich nur gestreamt. Also da kann man dann auch nicht sagen, ich will kein Streaming, weil das Spiel ist eh schon so Streaming. Ja, Spiel ist ein Simulator, ne? Also es ist ja eigentlich strunzenlangweilig. Ja, es kommt drauf an. Also ich nutze es wirklich halt so ein bisschen als Google Earth-Ersatz. Als was? Als Google Earth-Ersatz. Ja, ja. Ich bin super erholsam, weil ich liege im Bett, ja, und mit meinem iPhone spiele ich das dann halt abends und fliege halt irgendwo umher. Und ich finde, Ingo, du musst dich aktivieren hier, grün. Ich muss rütteln, ja. Das finde ich nicht, also, weil es ist ja nicht so akkurat wie Google Earth. Also, es. Aber also ich finde, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Simulation kein Spiel ist. Ich meine, es macht ja schon Laune. Ja, aber es ist eine Simulation. Das ist nicht, du hast nicht wirklich ein Ziel. Das wollte ich damit ausdrücken. Ja, aber ich glaube, da werden die auch irgendwelche Missionen hinzufügen, dass man so ein paar, vielleicht jetzt noch nicht, aber das kommt bestimmt, dass man sich da so Missionen kaufen kann, dass man irgendwelche
Sachen machen muss. Also ich sag mal jetzt, ich bin zwar nicht der Mensch für Flugsimulationen, aber irgendein Spiel, was total auf Entschleunigung setzt, das finde ich hin und wieder echt angenehm, weil es, es gibt ja auch die Möglichkeit zu spielen, um zu entspannen und dafür ist sowas durchaus gedacht. Ja, natürlich, ich will auch nicht widersprechen, aber es ist halt dafür, das ist ja nicht, was du mal eben schnell installierst, das ist einfach... Ne, wir haben das ja im Chat jetzt gehabt, also die Installationsroutine ist aus der Hölle. Ja, die ist auch entschleunigend, nicht wahr? Ja. Dann die Hardware-Anforderungen, um es wirklich einigermaßen auch vernünftig spielen zu können, sind halt auch wirklich nicht gerade gering. Klar, entschleunigend tut das auf jeden Fall. Ich habe auch wieder bis 2:30 gestern wieder Blödsinn gemacht in dem Sinne, ne? Halt irgendwo durch die Gegend geflogen. Ohne also Ziel, ohne Mission, aber ich denke mal, der Reiz ist da sehr schnell wieder raus. Das ist jetzt nur so ein Momentum. Ja, das kann sein, aber ich sehe es mal so, das ist ja jetzt wahrscheinlich der Standard für die nächsten 10 Jahre und deswegen ist es jetzt auch kein Spiel, wo man weiß, okay, nächstes Jahr gibt es ein 2021. Ja, also das wird nicht passieren, die werden das jetzt halt als Basis nutzen und weiter ausbauen. Und deswegen ist es eigentlich für mich ganz gut investiertes Geld, weil es kann sein, dass ich mir vielleicht in 2 Jahren auch mal die neue Xbox kaufe oder halt dann vielleicht auch im halben Jahr ein PC und, scheiße, bin ich jemand gefahren, dann könnte ich dann halt einfach das dann auch dann, da drauf dann auch weiterspielen. Verdammt. Vor allem, du musst überlegen, wenn das realistischer wird und besser wird im Laufe der Zeit, dass du dadurch für relativ wenig Geld halt so den Traum vom Fliegen verwirklichen kannst, der ja, wenn du Flugstunden nimmst und so, ist das ja alles arschteuer. Also, und wenn du so Flugstunden in der Cessna nimmst, das ist ja, bis ja, du einen Flugschein hab, hast und so, das kann ja kein Mensch gesagt, bezahlen. Ich habe halt ein bisschen auch Fernweh, ich möchte halt ein bisschen wieder fliegen und andere Länder sehen und das gibt mir das jetzt halt auch ein bisschen so ein Urlaubsgefühl, dass man halt dann überall rumfliegen kann und Hamburg fand ich jetzt auch toll, weil ich war ja jetzt gerade auch in Hamburg und bin ich wieder gegengefahren. Und ich konnte mir jetzt halt die Dinger, wo ich dann da war, konnte ich mal aus der Luft anschauen nochmal. Ja, also und ich fand das total geil. Ich kann das wirklich gut verstehen, weil es ist, glaube ich, so ähnlich wie ich mit meinen Tauchspielen oder sowas oder wie ich also eine ganze Zeit lang sowas wie Minecraft gespielt habe, wo ich irgendwie nur auf Kreativmodus gespielt habe, wo ich nur durch die Gegend gelaufen bin und an meinem Häuschen rumgebaut oder so etwas. Das ich kann auch nicht sagen, dass sowas sich unbedingt abnutzt. Also, das ist die Routine, die da teilweise dadurch kommt, ist auch sehr erfüllend. Das Erschreckende ist halt, dass also der Simulationsgrad, beziehungsweise dass die ganze Welt in dem Spiel enthalten ist, das finde ich schon etwas erschreckend, weil es wird nicht mehr geben. Es wird halt, das Ganze wird vielleicht noch detaillierter werden, ja, aber das war es eigentlich jetzt so mit der Open World. Mehr wird es nicht geben. Oder es kommt dann der Mars dazu irgendwann. Ja, aber ist das denn so wichtig? Du kannst dir irgendwann vielleicht dir vorstellen, dass du auch auf dem Mars und dem Mond irgendwie mit irgendwelchen Schiffen fliegen kannst oder auch in der Zukunft vielleicht irgendwann. Da gibt es ja schon einige Ideen. Also ja, das Spiel heißt noch mehr Star Citizen. Ja, sowas in der Art. Also es hört ja nicht unbedingt. Oder ist... Es wird halt immer mehr Detail hinzugefügt. Ich meine, du kannst ja dann auch irgendwann anfangen, die Gebäude wirklich realistisch nachzubilden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die vielleicht die Community auch irgendwie ranlassen. Und wenn du dir vorstellst, dass die Community wie bei OpenStreetMap dann anfängt, jedes Gebäude da genau zu modellieren, das könnte ja der Hammer werden. Vor allem, die haben ja eine Datenbasis und die kann ja auch ständig erweitert werden. Da gibt es ja keine Grenzen, dadurch, dass sie in der Cloud ist. Und sie können auch das verkaufen für Geld, also so Plugins, jetzt gibt's ja schon so, London jetzt noch realistischer und so. Ja, ein Abo-Modell vielleicht. Oder sowas, ja. Oder neue Flugzeuge, neue, das ist ja eigentlich eine Plattform, es macht eigentlich... Aber Microsoft hört nicht zu. Ich finde es auch total interessant, dass wir überhaupt nochmal einen neuen Flight Simulator bekommen, weil ich dachte, das wäre mit Flight Simulator X vorbei gewesen. Es ist schon irre, dass es jetzt doch weitergeht. Weil die Serie war so lange auf Eis. Wir wollten aus Bing endlich mal ein bisschen Geld ziehen. Auf die ganzen Bing-Daten. Ja, und die Flight Simulator waren ja so lange auf Eis gelegt, ne? Und jetzt geht's doch endlich weiter. Also es ist schon komisch, nach all den Jahren. Nutzen die eigentlich dann auch die Daten, die sie da im Flugsimulator erstellen, vielleicht später mal für Bing?
das kann ich mir auch nutzen. Also diesen. Aber umgekehrt, die Bing-Daten genau. werden dafür benutzt. Also. Weil die machen ja auch 3D-Gebäude. Und das kann halt irgendwann nochmal in Bing übernommen werden. Nein, weil die sind ja alle nur so geschätzt. Diese komische künstliche Intelligenz schätzt ja die halluziniert da irgendwelche Gebäude hin, die es so gar nicht gibt. Also das kann man ja nicht umgekehrt, also das könnte man ja nicht in Bing einbauen, weil da erwartest du ja, dass das dann wirklich akkurat ist. Ja, das Kartenmaterial müsste halt hochauflösender sein und vielleicht halt diese, auch aus mehreren. Also man kann damit. Künstliche Intelligenz ist immer noch genau so ein leeres Versprechen, finde ich, wie früher schon. Da gebe Weil ich irgendwie direkt. Funktioniert das immer noch alles nicht richtig. Und natürlich die ganzen Forscher, die da forschen, die verkaufen das immer als das Beste und Tollste und in Wirklichkeit ist das alles so halb kaputt. Ich meine, wir haben ja auch immer noch keine Autopilot-Autos, die richtig wirklich selber fahren können. Und ich glaube, das hat auch einen Grund, weil die AI halt eben doch nicht so gut ist, wie alle immer sagen. Und das sieht man ja im Flight Simulator auch, weil die träumt und halluziniert da irgendwelche Häuser hin, die halt gar keinen Sinn machen. Wie bei deinem Screenshot, da sind dann Treppen, die viel zu groß sind. Mit einmal hast du ein Haus mit einer Eingangstür, die irgendwie 10 Meter hoch ist. Das macht ja alles gar keinen Sinn. Ja, weil bei meinem AI Haus ist der... versteht halt nicht, was eine Tür ist. Das ist ja nicht halt bei AI. Das Dach vollkommen falsch, die Hausfarbe ist falsch und da hat es halt irgendwas komplett Falsches geschätzt. Die AI was mit AI passiert ist, ist, dass sie Daten jetzt haben zum Trainieren dieser AIs. Aber es ist ja nicht so, dass das wirklich Intelligenz ist. Ich meine, diese Algorithmen verstehen ja nicht wirklich, was da passiert. Aber sie haben halt nur jetzt 5 Millionen andere Häuser zum Nachschlagen als damals vielleicht 1000. Und deswegen sind sie jetzt relativ überzeugend. Aber es ist doch schon mal ganz toll. Zum ersten Mal. Überhaupt. Mein eigenes Haus, ja. in einer Simulation vorkommt, auch wenn es falsch visualisiert ist. Ja? Und das finde ich halt das Beeindruckende. Weil, schau dir doch mal den Simulationsgrad an von der letzten Flugsimulator-Generation, wo halt alles dann auf DVDs enthalten war. Und da kannst du ja wirklich nur einen ganz kleinen Teil abbilden. Ja, und jetzt. Ja, gut, mit dem Streaming halt mit Satellitendaten war es halt flach, aber das geht ja auch schon, aber es ist dann halt alles. Jetzt ist es eben 3D, vorher war es flach. Also 2D-Bilder vorher so, ne? Aber ich finde diese ganze AI-Diskussion, da fehlt irgendwie was, weil man sollte wirklich mehr hervorheben, was die Schwächen von AI sind. Weil ich sehe das so, dass diese ganzen Algorithmen nee, das sind nicht die Programmierer, das ist einfach diese Algorithmen an sich. Weil, der Name ist schon falsch. Weil, ja, genau, das ist falsch, das ist keine Intelligenz. Weil die das ist ein Algorithmus, der irgendwie aus Millionen von Bildern aus dem Internet irgendwas Neues zusammendoktort. Aber dieser Algorithmus versteht nicht, was ein Haus ist. Der versteht nicht, was ein Stockwerk ist, was eine Tür ist, was ein Dach ist. Das sind halt alles nur Daten für dieses Ding. Und in der letzten CT ist ein Artikel, so ist es halt. Dass man jetzt die autonomen Autos durch ganz popelige Aufkleber kann man die täuschen und ablenken. Genau. Dass die dann halt komplett aus dem Ruder gebracht werden. Und für mich ist der Begriff Intelligenz halt da auch an der falschen Stelle. Das ist auch und vor allem das ganze verdammt! Das ganze Forschungsgebiet künstliche Intelligenz hat einfach ein Imageproblem gehabt und irgendwie immer noch. Weil die immer das Blaue vom Himmel versprechen und sie können es nie einhalten. Weil sie haben halt keine Intelligenz. Sie haben halt Algorithmen, die jetzt mit Gigabyte, Terabyte Daten gefüttert werden. Aber trotzdem sind diese Dinger nicht intelligent. Die raffen halt nicht, das ist ein Fußgänger, das ist ein Auto. Die vergleichen Bilder mit anderen Bildern und machen eine Schätzung, das könnte ein Auto sein. Aber sie verstehen nicht, dass ein Auto ein Fortbewegungsmittel ist, was 4 Räder haben muss, was eine bestimmte Form hat, was eine Windschutzscheibe hat und so. Das verstehen diese Algorithmen nicht. Und das ist echt ein Riesenproblem, glaube ich. Der Vorteil ist, dass natürlich mittlerweile die Prozessoren so leistungsfähig sind, dass sie halt auch diese großen Datenmengen analysieren können. Das ist natürlich jetzt der technische Fortschritt im Gegensatz zu früher. Ach, danke. Aber du siehst das ja bei Google zum Beispiel, wenn du diese, ist das Google, dieses komische Capture, ne? Dieses Recapture.
wenn dir das Bilder angezeigt, da siehst du halt, wo die AI wirklich verzweifelt. Weil das fragt mich dann, was sind Zebrastreifen? Und dann zeigt es mir irgendwelche Treppen, weil die AI denkt, Treppen sind Zebrastreifen, weil die so ein ähnliches Pattern haben, was ungefähr so aussieht. Und als Mensch kann ich da halt hingucken und ich weiß sofort, das ist eine Treppe, das ist ein Zebrastreifen. Du sprichst von den, von den Captures, oder? Ja, diese Recaptures, das ist ja... Ich habe da manchmal das ist so, ja so Probleme. Das wird ja von Google verwendet, um ihre künstliche Intelligenz für den Autopiloten für Autos zu trainieren. Ne? Deswegen kommen da immer so Fragen. Deswegen muss man ja ganz oft da so Fragen beantworten, was ist ein Hydrant? Und dann kommen da so 5 Bilder. Und da siehst du halt, was die Google AI sozusagen als Hydranten markiert hat. Und zum Teil ist es halt völlig falsch. Wirklich völlig falsch. Du kannst halt sehen, okay, ich kann verstehen, warum die AI denkt, das ist ein Hydrant. Aber als Mensch sehe ich sofort, das ist doch kein Hydrant. Das ist halt irgendein Foto, wo irgendeine Struktur so ähnlich aussieht wie ein Hydrant. Aber es ist halt nicht am Straßenrand. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und diese künstlichen Intelligenzen sind halt strunzdoof. So ist es halt. Also das ist zumindest meine Meinung. Es ist echt schade. Ich meine, ich fände es toll, wenn künstliche Intelligenzen besser wären. Aber sie sind halt wirklich einfach strunzdoof. Sie können halt irgendwie zum Teil den Strommast nicht von der Ampel unterscheiden. So dumm, die sind halt einfach dumm. Da helfen auch keine 5 Millionen Internetbilder, weil du bist dann in einer Situation bei einem Auto, wo es um Leben und Tod geht, wenn du mit deinem Auto mit Autopilot fährst und dann bist du halt auf einmal auf einer Kreuzung, wo eben ein Strommast so ähnlich aussieht wie eine Ampel und deine künstliche Intelligenz denkt irgendwas und fährt dich dann halt in den Tod. Weil die künstliche Intelligenz eben nicht rafft, was eine Ampel ist und was ein Strommast ist, sondern das einfach sozusagen mit den 10 Millionen Internetbildern irgendwie verglichen wurde und das da irgendwie ähnlich aussah. Also ich finde, das ist echt ein Riesenproblem. Ich glaube, das wissen diese Firmen auch, weil sonst hätten wir ja jetzt ja schon lange, schon seit 5 Jahren eigentlich wirklich selbstfahrende Autos haben müssen. Weil die versprechen uns das ja schon seit fast 10 Jahren jetzt, dass das bald im nächsten Jahr wird es soweit sein und so. Länger, eigentlich wesentlich länger schon. Mein Auto, ja, was ich habe, das kann teilautonom fahren, also das kann in der Spur halten, aber das wird dann halt grenzwertig, wenn eine Baustelle kommt und die Fahrspur, die wird dann überklebt mit gelben Streifen und dann gibt es manchmal halt dann auch so Schlangenlinien, wo die dann kreuz und quer und da hatte ich das dann schon plötzlich, dass das Lenkrad dann plötzlich dann ganz wild in eine Richtung ging und wenn man dann natürlich nicht aufpasst und wenn dann die Leute meinen, ja, der kann ja autonom fahren, ja, dann macht man einen Unfall. Das ist dann halt und da wird den Leuten auch was Falsches vorgegaukelt. Ja, ja, ich denke auch, das ist teilweise halt anstrengender, mit so einem Autopilot zu fahren, als ohne, weil du musst halt völlig konzentriert sein. Das ist halt so, wie wenn die Frau fährt. Gell? Das ist halt, da hat man dann halt auch mehr Angst teilweise. Das klang mir jetzt etwas sexistisch. Ich würde nicht sagen, dass Frauen schlechter fahren als Männer, weil alle Frauen, die ich kenne, sind viel besser gefahren als alle Männer, die ich kenne bis jetzt. Ich rede jetzt nur über meine Frau und das sage ich dir auch ins Gesicht. Macht sich besser. Deswegen fahre ich auch immer. Deswegen fahre ich lieber selber. Boah, schon, dass es ganz auf Twitch landet. Scheiße. Ja, aber ich glaube, Ingo hat von seiner spezifischen Ehefrau gesprochen, aber das würde ich nicht sagen. Ich rede nicht von Frauen, sondern von meiner Frau. Alleine dieser Satz, ne? Ja! Was war? Ich habe gar nicht gehört, was ist das? Du hast den Satz losgelassen, ich rede nicht von Frauen, sondern von meiner Frau. Genau, obwohl ich jetzt auch selber kein guter Autofahrer bin. Also ich fahre auch nicht gerne Auto. Ja, der Satz kommt jetzt ein bisschen spät, du. Ja. Und also, ich würde es mir auch wünschen, dass meine Frau sich mehr zutraut. Ingo sagt mir, er versucht sich zu retten, aber es wird wahrscheinlich nicht gelingen. Er wird in irgendein Best-of geschnitten und dann... Das können wir später noch schneiden bei YouTube. Das geht schon. Apropos Best-of. Danny, wie schaut es denn aus mit dem Best-of? Ich denke mal, morgen geht es an Patrick raus. Ah, wunderbar. Es ist sehr, sehr speziell. Ja. Durch Gedaber über AI habe ich wieder gewonnen. Alle abgelenkt. Herrlich. Weil ich habe mir die Freiheit rausgenommen, das Ganze mal wirklich zusammenzuschneiden.
Aber habt ihr das denn nicht auch so jetzt bei dem Partner, dass irgendeiner lieber Auto fährt und sich sicherer fühlt und dann der immer halt meistens dann fährt? Also gerade bei langen Strecken. Nein, das hast du nicht aktiviert, Ingo. Ah, scheiße. Der nicht Auto fährt und der andere, der ständig Panik schiebt. Die Variante gibt es auch. Ja. Lass uns mal sterben. Wir haben uns alle nicht aktiviert. Wir haben jetzt noch drei Spieler. Man muss sich immer wieder neu aktivieren. Na, bei mir ist es umgekehrt. Also bei mir ist es auf jeden Fall meine nicht, Frau, ja, die viel besser fährt als ich. Und dann das kann ja weiß auch ich sein. Selber auch. Und wahrscheinlich ist sie dann immer derjenige, der sagt, komm, ja, ich fahre. Ich äußere mich zu der Frage morgen nach der ersten Stunde im Stammtisch. So? Warum? Weil meine, Frau, weil meine Frau kein Patreon-Kunde ist. Ich kann doch nicht mitreden. Ich bin seit meine Tochter guckt uns ja auch jetzt noch zu, von daher. Das lässt echt gerade tief blicken, was ihr da von euch gebt. Das. Ich fand, bis jetzt war es relativ harmlos. Also, abgesehen von Ingos leichtem Versprecher. Versprecher. Aber Andeutungen sind streckenweise schon ein bisschen schärfer, ne? Also, ja. Es ist irgendwie auch unfair, was Frauen angetan wird von den ganzen Männern im Verkehr. Also, wenn ich mir mal so anschaue, die Männer, die ich kenne, wie viele Unfälle die hatten und die Frauen, die ich kenne, die halt überhaupt keine Unfälle hatten, ne? Und trotzdem müssen sie sich diesen sexistischen Kram anhören. Das ist schon echt unfair. Aber es ist ja in allen Bereichen so. Es ist ja nicht nur beim Autofahren. Ist ja überall. Man muss dazu sagen, meine Frau zum Beispiel, die fährt nicht gerne in Städte. Wenn ich die frage irgendwie, ja, traust du dir das da zu, dahin zu fahren? Dann kriege ich als Antwort, ja, ich versuch's. Ja, und dann sage ich, ja, okay, dann fahre ich doch lieber. Und das ist halt einfach so da bei uns. Also normalerweise reicht es irgendwie samstags auf irgendwelchen Supermarktparkplätzen zu gucken, um festzustellen, dass das geschlechtermäßig sich doch sehr ausgleicht. Ja. Also bei uns ist das auch so. Ich bin zwar eher der rasantere Fahrer, also kommt das auf das Gefährt an natürlich, aber ich bin da schon einer, der eher der schneller fährt oder gerne mal schneller fährt. Aber ich fahre dabei relativ ruhig. Meine Frau ist im Vergleich zu mir ungefähr das Zehnfache an Aggressivität, aber die fährt nicht so schnell. Aber die kann schon sehr, 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 sehr impulsiv hinterm Steuer sein. Okay, jetzt müssen wir uns erstmal aktivieren hier, dass wir auch weiterspielen können. Ja. So, und jetzt. Also fluchen kann ich auch im Straßenverkehr. Ja gut, Menschen sind halt alle verschieden. Das hat dann erstmal nichts mit Geschlecht zu tun. Denke ich also. Von daher, wenn du... Ja, egal. Ja. Aber dieses mit AI ist finde ich schon wichtig, dass... Zum Beispiel habe ich auch so einen Artikel gelesen vor einigen... Das war jetzt schon vor 2 Jahren oder so, dass man irgendwie, wenn man so... Irgendwie so ein... Kennt ihr dieses Duct Tape, dieses komische silberne, glänzende... Panzertape. Wie heißt das in Deutschland? Panzertape bei uns in Deutschland. Panzertape, ja, Duct Tape heißt das hier. Da haben irgendwie so, haben die so einen wissenschaftlichen Artikel veröffentlicht und gesagt, wenn man so dieses Tape auf ein Stoppzeichen in einer bestimmten Weise klebt, nur so eine ganz winzige Ecke irgendwie da so abklebt bei einem Stoppzeichen, dann erkennen die ganzen gängigen AIs das nicht mal als Stoppzeichen. Weil die, wenn die trainiert werden, die werden gar nicht so trainiert, wie man sich das denkt, dass die raffen, oh, das hat eine hexagonale Form oder so, das ist rot, das ist wahrscheinlich ein Stoppzeichen, sondern die werden trainiert und dann achten die auf so ganz komische Details, die eigentlich gar nicht mit dem Stoppzeichen zu tun haben. Und dann kann man die halt total verarschen. Es ist noch schlimmer, die erkennen dann teilweise jetzt statt ein Stoppzeichen irgendwie so Geschwindigkeit 50 oder sowas. Und das ist natürlich dann katastrophal. Wenn oder vielleicht was im Hintergrund ist, ne? Weil es war gerade schönes Wetter bei den ganzen Trainingsfotos, dann erkennen sie schönes Wetter statt Stoppzeichen so, ne? Oder solche Sachen. Also es ist halt wirklich ist echt gespenstisch, wie viel und das auch so von den Informatikern so viel Vertrauen in künstliche Intelligenz irgendwie gesetzt wird, wo die eigentlich noch so versagen. Informatiker, glaube ich, haben weniger Vertrauen. Oder die Gesellschaft ist sein, dass Politiker oder so. Ich weiß nicht wer, aber es Politiker Polizeibehörden setzen da viel zu viel Vertrauen drauf. Ich finde das sehr gespenstig. Gesichtserkennung. Weil ja, genau, Gesichtserkennung. Hier,
von Freunden kriege ich dauernd immer empfohlen, diese Rasenmäher-Roboter. Und die sind also bei meinem Grundstück, kann ich mir nicht vorstellen, dass die funktionieren. Genau wie auch die Saugroboter. Ja, meine Frau wollte unbedingt einen Saugroboter haben. Sollte ja, nicht funktionieren. Je nachdem, was für eine Wohnung du hast, ja, beziehungsweise wie die Sachen rumstehen. Wenn du Kinder hast, ja, die alles auf den Boden müllen, so, dann musst du im Prinzip erstmal mal aufräumen. Ansonsten saugt dir alles Mögliche ein. Also wenn die große Tochter Socken da überall rumliegen lässt, ja, dann ist der Saugroboter alle 2 Minuten blockiert, weil ein Socken drin steckt. Und das ist, es funktioniert einfach nicht. Und die erkennen das auch nicht und die saugen auch nicht drumherum. Ich glaube, diese Roboter, die sind auch nicht so sehr mit künstlichen Intelligenzalgorithmen versehen. Ich glaube, das ist eher so eine Art Zufalls... So Pattern. Benutzen so komischen Zufallsalgorithmus, dass die ungefähr den ganzen Raum irgendwann abdecken. Aber ich glaube nicht, dass das so komplexe AI-Algorithmen sind. Genau, eigentlich wäre es sinnvoll, dass die halt so wie eine Art Laserscanner oder sowas haben, wo die halt die komplette Umgebung abscannen und jedes Hindernis erkennen können und dann auch einschätzen, was für ein Hindernis das ist, ja, und ob... schön lässt man die vielleicht auch noch ein bisschen aufräumen, dass die dann halt irgendwie dann den Socken dann irgendwo in die Ecke schieben und wie groß hättest du denn gerne deinen Saugroboter, dass die ganze Technik da reinkommt? Ja. Nein, aber wie viele 1.000 Euro willst du für so ein Ding bezahlen? Die Technik ist dazu unausgereift. Das ist für eine Wohnung, wo du nichts rumstehen hast, wo vielleicht dann, wenn du keine Kinder hast, dann geht es in bestimmten Fällen, aber genauso ist es halt auch mit dem Rasenmäher. Der erkennt ja auch nicht, wenn da irgendwas liegt, weil meine Kinder, die vergessen immer im Rasen irgendwie Spielzeug. Ja, und ein Rasenmäher-Roboter, dem interessiert das nicht. Der fährt einfach drüber. Also mein liebstes Beispiel ist immer dieses Espragen, heißt das ja, so ein künstlicher Intelligenzalgorithmus, der trainiert wurde, um... Bilder abzuscalen, also dass man sozusagen von einer ganz geringen Auflösung, 320x240 oder so, hochskaliert auf 1024x768 oder höher und dass es dann eben nicht so unscharf oder komisch aussieht. Und dieses Ding wird immer so auf Twitter und so von Leuten, oh hier das Beispiel Final Fantasy upscaled mit AI, sieht so toll aus. Und immer wenn ich da genauer hingucke, ist das total scheiße, weil auf den ersten Blick sehen die Bilder toll aus, aber dann raffst du, dass irgendwie der Rasen genauso ein hochauflösendes Muster hat wie das Holz im Haus und so. Also das Ding rafft gar nicht. Ne? Das ist halt eine künstliche Intelligenz. Die rafft, die wurde irgendwie trainiert und macht dann da irgend so ein Upscaling. Aber wenn du genau hinguckst, siehst du halt, dass das Holz von einem Haus, das gleiche Muster ist dann auch im Rasen zu finden. Und das macht alles, wenn man genau hinguckt, wirklich überhaupt keinen Sinn. Und wenn sich da ein Mensch rangesetzt hätte und die Bilder nachbearbeitet, der Mensch hätte halt gerafft, das ist ein Holzhaus, das hat so eine Art Textur, dann ist ein Rasen, der sieht halt ein bisschen anders aus, aber diese künstliche Intelligenz ist halt viel zu dumm, um das alles zu verstehen. Und da wird dann immer riesig groß rumgehypt auf Twitter und so, wie toll die Dinger sind. Und wenn man dann die Bilder sich im Detail anguckt, dann ist das alles völlig falsch. Genau wie bei Flight Simulator, dann hast du mit einmal eine Tür im zweiten Stock oder so, wo du denkst, ey, was ist das? Und bei mir ist es so, dass der Garten ist getrennt von einem Tor und dann ist auf der einen Seite ist eine Wiese und auf der anderen Seite. So, und der Rasenmäher, der kann nicht das Tor öffnen. Und dann, also da muss man immer dann irgendwie nachhelfen. Und es ist halt irgendwie dann Mist. Das geht einfach nicht. Und das deswegen, könnte man aber lösen, wenn man alles automatisiert, dass sich die Türen automatisch öffnen, wenn du da irgendwie was davor ist oder so. Du hast 2 Rasenmäher. Ja, vorhin. Ja, das finde ich aber auch so cool. Und dann ist halt auch noch der... Ja, nee, sag. Der Aspekt mit dem Diebstahl, weil mein Grundstück ist halt teilweise offen und theoretisch kann man den Rasenmäher klauen. Es gibt zwar mittlerweile auch schon Schutzmechanismen, die den Rasenmäher wertlos machen, aber das weiß halt auch der Dieb nicht, weil es werden ja auch immer noch genug iPhones geklaut und die Leute können damit nichts anfangen. Aber das finde ich ganz witzig, dass wir inzwischen schon diese Automatisierung unserer, ja, noch ein Zehner, dass wir unsere, Wohnungen oder Häuser auch schon so voll automatisieren können, relativ einfach. Man kann sich ja jetzt von Philips so diese Glühbirnen kaufen und die dann mit seinem Telefon steuern, die Farbe des Lichtes und so. Das finde ich schon erstaunlich, dass wir das jetzt haben. Das war ja auch
sage ich mal, in den so 2002 oder so, 2001, hat so ein Freund mit seinem Amiga versucht, da so alles zu steuern in seiner Wohnung, so aus Jux halt. Und hat mir davon erzählt, wie er sich das vorstellt, dass er halt sein Licht an- und ausschalten kann mit seinem Amiga und so und dass der alles steuert und alles ist automatisiert. Und ich dachte immer, was ist das alles für ein Schwachsinn, was der sich da ausdenkt? Aber das haben wir jetzt ja wirklich. Also ein Freund von mir hat sich so ein Alexa oder was steuern. Genau, ein Freund von mir hat sich auch so ein Türschloss gekauft, was sich dann mit seiner Apple Watch oder so automatisch öffnet, wenn er in die Nähe der Tür kommt. Dann gibt es eben diese Glühbirnen, die du halt sozusagen auch per Telefon an- und ausstellen kannst. Du kannst deine Klimaanlage, deine Heizung inzwischen steuern. Das gibt's ja jetzt alles. Das ist jetzt auch keine künstliche Intelligenz. Das ist ja einfach nur, dass man diese Kontrolle hat. Finde ich auch total erstaunlich. Also eigentlich ist das schon so voll Science Fiction. Aber ich habe halt keinen Bock, irgendwie $20 für eine Glühbirne zu bezahlen. Deswegen habe ich mir das noch nicht gekauft. Ich habe geguckt, irgendwie so, da kostet so das Einstiegspaket von Philips, kostet irgendwie so $120 und da sind gerade mal 3 Glühbirnen dabei. Ich nutze es bei mir im Schlafzimmer und ich habe die halt auch so programmiert, dass die morgens so zur Weckzeit, dass die dann halt allmählich so hochdimmen, angehen, also so ein gutes Morgenlicht und dann auch bei mir im Wohnzimmer habe ich welche, wo ich dann halt auch als so Fernsehlicht konfigurieren kann, weil da hat man manchmal halt auch eine Stimmung, dass man halt dann manchmal auch dann auch eine andere Farbe nimmt oder das Geile ist, wenn man hier von Philips so einen Hue-Fernseher hat, also mit Hue-Unterstützung, dann kannst du halt auch dann die Lichter koppeln mit dem Ambilight vom Fernseher und das ist richtig cool. Aber was hast du dafür bezahlt für diese Glühbirnen? Weil sie sind so arschteuer. Nee, also total Sinn. Also ich habe jetzt aber keinen Ambilight mehr von Philips, weil der war Schrott, der Fernseher. Aber die Glühbirnen habe ich dann noch behalten und was kosten die? Ja, 20 Euro oder sowas. Aber dafür halten die auch ziemlich lange. Das muss man auch sagen. Ich habe halt oft auch so billig China-Schrott gekauft und LEDs und die gehen halt wirklich nach ein paar Monaten schon kaputt teilweise oder überhitzen. Und die Philips-Lampen. Mir geht das aber auch so wie Arne. Ich habe mir das auch mal angeguckt, weil ich die an sich finde ich das ja ein interessantes Konzept. Aber wenn ich dafür so ein Basisset schon 120 Euro ausgeben soll für 3 Glühbirnen, dann. Nee, aber so teuer ist es nicht. Doch, also das, es gibt übrigens, das ist so teuer, von, doch. Das ist so von teuer. IKEA gibt's, von IKEA gibt es übrigens auch Nachbauten, die auch mit diesen Bussen funktionieren die denn auch so, dass du da irgendwie so machen kannst, so von wegen, du kommst gerade nach Hause und quatscht da Alexa voll und dann hast du da, wenn du reinkommst, alles schon, wie soll. Ich habe also da auch einige IKEA-Lampen eingebunden. Wobei, die sind nicht ganz so gut, muss ich sagen. Erstens sind die nicht so leuchtstark und zweitens, in der Küche habe ich nämlich eine IKEA-Lampe und die flackert so jeden Tag einmal auf. Also ich weiß nicht, was das ist. Also die resettet sich scheinbar, ich weiß es nicht. Wie hast du das gelöst mit deiner Firewall, dass das alles geht? Oder musstest du da irgendwas freischalten? Ja klar. Man muss dann die Ports freischalten und das geht dann halt. Okay. Ich meine, ich finde das schon teilweise interessant mit dieser Technik, weil ich habe mir von Elgato hier, es ist jetzt nicht über Alexa, aber ich habe mir hier von Elgato so einen Strahler geholt, hier, damit das vernünftig hier ausgeleuchtet ist. Und das Ding funktioniert ja auch über WLAN. Ja, ist cool. Ja, und mittlerweile ist es halt wirklich erschreckend, wie viele IP-Geräte man im Haus hat. Ach, das ist halt so eine Unmenge IP-Geräte mittlerweile. Ich glaube, ich habe mittlerweile so 60, 70 Stück. 70 Stück? Aber alle 70? Mit... es IPv6 fängt schon an, dass dann, oder meisten, wie geht das? Ach. Nee, Moment. Die meisten Computer haben ja WLAN und LAN. So, die haben schon mal 2. So, ich habe auch teilweise Generationen von iPhones, iPads und teilweise habe ich die auch dann per LAN-Kabel mal angeschlossen. Und dann haben die auch dann noch eine eigene MAC-Adresse. So, das sammelt sich an. Dann hat natürlich jede, ich weiß gar nicht jetzt, ob die Philips Hue, die Lampen haben, glaube ich, keine eigene IP-Adresse, der Host, der hat eine IP-Adresse. Nutzt du die überhaupt alle noch? Also ich würde ja mal langsam anfangen, da irgendwie am Router da erstmal aufzuräumen, dass das, was man nicht braucht, da raus. Du kennst dich ja nie mehr aus, wenn du ein neues Gerät hast. Ich habe in jedem Stock habe ich einen Access Point, auch schon wieder eine IP. Dann habe ich halt auch noch überall noch Switches stehen zum Verteilen. Naja, wieso? Der Mister hat ja auch nicht. Der Mister hat ja bei mir auch, der hat nur eine IP-Adresse. Dann habe ich, ich habe hier PoE-Telefone teilweise, mehrere stehen. Was ist das, PoE? Power over Ethernet. Ach so.
Ja, die also Voice-over-IP-Telefone, da habe ich auch dann einige. So, dann habe ich auch noch alte Media-Player, so Apple TVs. Hier, Fernsehgeräte haben ja auch eine LAN-Adresse. Blu-ray-Player haben eine LAN-Adresse mittlerweile. Das habe ich alles gar nicht freigeschaltet. Stereo-Receiver, die AV-Receiver haben eine LAN-Adresse. Echt zu vergessen. Auch Kühlschrank. Nee, da habe ich, keinen. Die Waage. Noch nicht. Die Waage, habe ich. Ja, doch, meine Waage ist eine WLAN-Waage. Das war ein meine, ich habe eine WLAN-Waage, das stimmt wirklich. So eine Waage im Klo? Da musst du aufpassen, dass du nicht zu viel so Milligramm-Sachen wiegst, sonst ist gleich die Polizei bei dir zu Hause. Ja. Ich habe einen Moment. Das Beste ist aber, ich habe ein WLAN-Fieberthermometer. Das ist echt, hattest du so auf dem. Ja? Das habe ich gar nicht alles, das ist sehr krass. Weil, wenn meine Frau die Kinder misst, ja, dann kriege ich dann direkt immer die Temperatur angezeigt auf meinem Handy. Alter. Und dann weiß ich dann halt, oh Gott, was? Jemand krank ist. Das ist schon ein bisschen ja auch, das ist schrecklich. Ja, früher ja, man sollte mal das Gegenexperiment mal wagen. Es gibt ja manchmal so Leute, die dann eigentlich sagen, so, wir machen mal so 2 Monate Leben wie in den 80ern. Ich glaube, Ingo wird wahnsinnig. Ja. Also das finde ich auch, bist hier, du auch so ein Mensch, Ingo, der das mit diesem, es gibt doch dieses, dass man das iPhone seiner Ehefrau und seiner Kinder immer sieht, wo die gerade sind. Hast du das auch aktiviert? Ja, klar. Da hört es bei mir schon auf. Ja, also ich würde es niemals zulassen, dass weder ich sehe, wo meine Frau immer ist oder umgekehrt. Da habe ich auch keine Probleme, wenn meine Frau sieht, wo ich bin, weil, da habe ich überhaupt keine Probleme. Also da habe ich voll die Probleme, das will ich gar nicht. Gerade jetzt auch mit dem Tracken von den Kindern ist es halt auch praktisch. Ich setze mal eben kurz aus, ich muss mir kurz meinen Hund in den Garten lassen. Okay. Also achso, und dann wir mal kurz aus, Spielekonsolen. Okay, zu dritt dann. Hier die PlayStation, die hat ja auch 2 IP-Adressen. Eine LAN und eine WLAN. Ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, dass man relativ, weil das habe ich ja auch, ganz viel irgendwelche Sachen da im Netzwerk hängen, aber das ist, ich weiß nicht, das sind vielleicht irgendwie so, weil es die gesamten Krams hier verteilt, vielleicht 25 Einträge in der Firewall, die da freigegeben sind. Das ja. Aber nicht irgendwie so 60 oder dann, 70. Achso, also das. Hier Kindle, Amazon Kindle und sowas. Da haben wir auch noch dann Geräte. Ja. Ich habe sogar ein Kindle Fire mal gekauft, irgendwann mal. Das hat nie wieder benutzt. Aber du kannst ja auch einfach DHCP benutzen, ne? Dass die Dinger sich dann nur eine holen, wenn sie eine brauchen oder so. Nee, ich habe die fest vergeben, weil ich möchte halt gerne wissen, was in meinem Netz abgeht. So. Ja, aber das ist genau der Punkt. Also bei der Menge verlierst du auch irgendwann den Überblick. Ja, nicht, wenn du halt alles fein säuberlich in der Firewall aufgelistet hast. Ja, und du Nummernkreise hast für Altgeräte, die du nicht mehr benutzt. Ich denke auch, das ist sowas Kindle Fire. Das haben wir mal einen Monat benutzt und dann. Die müsste ich quasi mal aussortieren, weil es gibt wahrscheinlich locker 40% oder 50% der Geräte, die schon seit einem Jahr nicht mehr angemeldet worden sind. Ja. Ja, glaube ich dir aufs Wort. Ja, ja. Und dann sammelt sich das halt dann mit der Zeit an. Ich denke auch so an Ouya oder so. Ich meine, Ouya habe ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt. Ich arbeite beruflich auch viel mit virtuellen Maschinen und da gibt es halt auch immer IP-Adressen dann. Ja, aber die muss man doch nicht alle in die Firewall einhängen. Ja, doch, wenn du alle IP-Adressen statisch machst, klingt das bei Ingo, da musst du halt jedes Gerät da eintragen. Ja, vom Grundsatz her schon, aber da ich trenne dann teilweise auch. Also da finde ich jetzt ja schon, also weil man hat dann ja auch so seine IP-Adressbereiche, die man da vielleicht für vorsieht. Weil irgendwann wird das Thema ja wirklich unübersichtlich und dann wird es auch zum Sicherheitsproblem. Ja. Aber intern im Intranet sehe ich da jetzt nicht unbedingt ein Problem. Also wenn ihr alle fest. Ein Problem ist es höchstens, wenn du nicht weißt, was in deinem Netz abgeht oder welche Geräte da sind. Und ich sehe halt immer auf einen Blick, ob da halt irgendein fremdes Gerät sich eingeloggt hat. Aber ich finde es ganz interessant, was du machst mit diesen Glühbirnen und so. Machst du das da dann auch so, dass du jede Glühbirne neu zuweist oder so? Wie meinst oder du das zuweist? Das ist automatisch, ne? Wenn du das benutzt ja das nicht ist, diese IP-Adresse. Da gibt es Programme. Ich bin jetzt nicht ganz sicher.
Das ist, es gibt so ein Host-System oder so eine Basisstation von Philips. Und damit kann man halt irgendwie alles verwalten. Und die aber, die arbeiten auch mit dem Funk, mit Zigbee heißt dieses Funk, glaube ich, dieses Funkprotokoll. Das ist so, ich dachte, das wäre alles IP. Nee, das ist Zigbee, glaube ich, heißt es. Ach so. Und das hat auch eine relativ hohe Reichweite. Und da gibt es auch Programme, wo man halt dann die programmieren kann, diese, die ganzen. Das andere, was Schöne ist, Chat fragt übrigens gerade jemand, ob von euch jemand den Entwicklermodus im Flight Simulator 2020 aktiviert hat. Ein Entwicklermodus? Nee, was ist das denn? Ich weiß es nicht, ich habe ihn nicht. Nee. Wahrscheinlich kannst du da bei Konsole irgendwelche Sachen beeinflussen. Vielleicht kann man dann mit der 747 Loopings fliegen. Ja, genau. Oder vielleicht kannst du damit auch dir die ganze Grafik im Detail angucken. Ja, ohne aber ihr müsst mal, ihr müsst mal probieren. Ja gut, ihr seid, glaube ich, keiner mehr den Flugsimulator hier, aber mit der A320 zum Beispiel, da kannst du nur eine bestimmte Steigung fliegen, dann regelt der ab. So, mit der 747, da konnte ich so tolle Kunstflugstücke machen. Das war echt lustig. Und der hier, der Boeing Dreamliner, was da richtig krass ist, die Flügel, also wenn man halt so auf- und abfliegt, dann schwanken die richtig. Das ist, also man merkt richtig so, wenn man jetzt sich in den Wind legt oder gegen den Wind legt, ja, wie sich die ganzen Flügel endlos biegen. Also das ist ja wirklich dann mehrere Meter Unterschied, also von der Flügelspitze zur anderen Flügelspitze oder zum Rumpf. Das ist ja, das finde ich auch total interessant, was da alles physikalisch simuliert wird. Also dass du sozusagen das simulierst mit dem Wind und wie sich die Flügel biegen, das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, dass das sozusagen flüssig funktioniert, dass man das alles simulieren kann. Ja, also das du musst ja irgendwie diese ganzen Windströmungen, da diese Navier-Stokes-Gleichung irgendwie annähern oder lösen oder so für dein Flugzeug. Das ist, klingt das schon Wetter, ziemlich krass. Ja, du kannst ja das Wetter auch beeinflussen. Und das eine ziemlich geile Funktion ist auch dieses Leitwetter, wo halt dann das gleiche Wetter genommen wird, was gerade an deiner Position, wo du fliegst, ist. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Bist du schon mal in einen Sturm geflogen oder so? Mit Blitzen logisch. Oder sowas? Logisch. Nur einmal kurz. Und wie ist das? Moin. Wir haben auch Plätze frei. Ihr habt einen neuen Rekord gebrochen. Ich habe auf dem Fahrrad wieder zugehört. Ihr habt die ganze Rückfahrt kein Wort über das Spiel verloren, das ihr spielt. Das ist eine Kunst. Was spielen wir überhaupt? Ihr habt kein Mal irgendwas erwähnt. Es kam nur zwei, drei Mal sowas wie, jetzt war ich abgelenkt, oh, ich habe einen Punkt. Mehr habt ihr über das Spiel nicht erzählt. Es sind ja auch nur ein paar Linien, aber die sich hier bewegen. Ich finde, es ist jetzt aber auch nicht so emotional wie das andere, das Knockout 2. Es scheint jetzt schon tiefenentspannte Währung für euch zu haben. Ja, so, es ist ein entschleunigtes Spielerlebnis. Wir hatten das eben. Ja, weil man ist dann auch nicht so böse, wenn man jemanden reinfährt. Also das ist halt. Ich hole mir noch mal kurz was zu trinken. Vielleicht lasst du mich einmal mit dazukommen noch dann. Ich glaube, ein Platz ist noch frei, ne? Mehrere, bei Knockout, da haben wir uns ja schon irgendwie gegenseitig verflucht. Oder so. Das sieht so entspannt aus, das muss ich nutzen. Ich hole mir kurz was zu trinken. Und wenn man jetzt hier irgendwo reinfährt, dann akzeptiert man das Schicksal. Das ist halt. Das ist in der Regel eine Dummheit. Ja. Er ist überhaupt noch dabei, weil wir sind hier nur noch drei irgendwie. Ich schaue momentan zu. Ah, okay. Jo. Willst du denn nicht mehr mitspielen oder willst du noch mitspielen? Ich krieg langsam Hunger. Ah, okay, ja. Ich gebe da meinen Platz frei. Ja, gut. Es gibt ja eh 6 Spieler, aber ja. Ja, auf jeden Fall. Ich bin halt sehr begeistert. Vor allem, es ist der erste Flugsimulator seit so 20 Jahren, den ich fliege. Also seit Ewigkeiten. Und mir ist noch was eingefallen, wo du davon geredet hast, weil der Flight Simulator von Microsoft war noch nie so berühmt für die perfekten Flugmodelle. Das war eigentlich eher immer andere Programme, die das besser gemacht haben. Der Flight Simulator von Microsoft, auch der Flight Simulator X damals, weiß ich noch, der war eher so für diese grafische Qualität berühmt, dass das halt immer alles total toll aussah. Also das ist schon so historisch auch so, dass der eigentlich jetzt Microsoft nicht dafür berühmt war, dass sie die perfekte Physik und Aerodynamik da simulieren. Wobei ich jetzt auch sagen sollte muss, man auch noch bedenken. Relativ. Also ich bin da jetzt auch nicht dieser Simulationsfetischist, der eine perfekte Simulation braucht. Für mich ist es okay.
wenn es sich einigermaßen wie eine Simulation anfühlt, weil ich werde in meinem ganzen Leben nie Pilot werden. Da habe ich überhaupt keinen Bock dazu. Also das wäre mir auch so... Du musst doch eh noch neu starten. Ich werde theoretisch da, ihr müsst neu starten, da müsst ihr eine Person mehr reinlassen. Ja, wir starten jetzt neu, also mache ich jetzt Also wären es dann sechs, ja. Nee, wir jetzt, Dani ist nicht da, um den Server zu starten. Achso, Dani ist nicht da. Der musste seinen Hund rauslassen, schon seit einer Der kommt gleich Minuten. Wieder. Ich glaube, der muss Gassi gehen mit dem Hund. Oder wir spielen einmal mit fünf und starten dann nochmal, ist ja egal. Ja. Macht, wie ihr meint. Auf dem europäischen Server seid ihr oder habt ihr einen noch gefunden? Europe, Germany. Okay. Ich starte einfach mal jetzt einen Fünf-Player. Starten Server, ja. Ich bin dabei draußen. Ich muss das heißt, wir sind 1, 2, 3, 4 erstmal. Ja. Ich kann ja noch gar nicht hier zuschalten, weil dann kann ich weiß nicht, wie Fenster es landet. Ja, okay. So. Ja, oh, Achtung, die Kurve. Da. Okay, ich breche ab. Ich join mal als Zweiter. Nee, mach mal nichts, weil ich breche ab, weil der Daddy sitzt da. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder fünf, glaube ich. Gut, gut. Jetzt sind hier aber vier. Wie viel sind wir denn jetzt? Fünf. Danny ist ja gerade dazugekommen, wenn ich gestartet habe. Dann musst du wieder auf fünf gehen. Hier steht vier. Jupp, deswegen breche ich bei mir auch ab. Jupp, dann musst du nochmal neu starten. Okay. Machst du auf oder soll ich aufmachen, Danny? Mach du ruhig. Mach du ruhig. Okay. Das war wirklich spannend. Kein Wort über das Spiel verloren, eine halbe Stunde lang. Das ist eine Kunst. Ja, die wollten den Stammtisch von morgen schon mal vorwegnehmen. Na gut, dann wird das morgen hoffentlich nicht alles wiederholt. Nein. Wobei, wie gesagt, die Ankündigung nach der ersten Stunde über Fahrverhalten, da bin ich sehr gespannt. Nein, das war schon wieder echt gut. Ich habe schon wieder bei einem Satz am Boden gelegen und da ist Ingo dran schuld. Ich muss nicht sagen, bei welchem, wir brauchen sich wieder aufwärmen. Ingo ist ins Fettnäpfchen getreten nicht, hier. Nicht, wo ich über meine Frau gelästert habe. Nein, überhaupt nicht. Das war gar nicht die Stelle, Ingo. Ich habe wieder, ich sage, wenn mich Leute beim Fahrradfahren beobachten, die müssen denken, ich habe einen Dachschaden. Ich habe wieder laut gelacht. Und ich würde selbst Angst haben, wenn mir nachts ein Fahrradfahrer entgegenkommt, der immer laut auflacht. Das ist ein bisschen krank. So, ich gehe als Player 4 dann rein, mal gucken. Ist egal, wenn man es besonders hat, zum Beispiel. Achso, okay. Wird vorbereitet. Mal eben auf die Toilette gehen, eine Minute. Aber nicht länger. Wieso kriege ich das hier, das Fenster nicht? Ich kriege das Fenster nicht rein bei. Komisch, ich muss nochmal. Ich kriege das Fenster noch nicht rein bei OBS. Dauert Moment. Ah, jetzt kommt's. Ach, Mann, ich muss wieder das, ja. Ich muss auch erstmal hier das alles vergrößern und einstellen. Und nee, diesen Ton leiser machen. Oh. Ich muss bei mir immer irgendwie den Vollbildschirm also ja, ich auch. Und dann schalten. Springt er hier wieder raus. Und hast du auch das Problem im Vollbild? Ja, ja, klar. So, jetzt wird es aber wieder besser. Jetzt habe ich es. So. Jetzt muss ich nur den Amiga-Emulator wiederfinden. Wo ist er denn? Da. Oh. Nee, das war sehr unterhaltsam mit euch wieder. Also ich sage euch ja besser Bescheid, wenn ich Fahrrad fahre, dann müsst ihr eine Konferenz machen. Das ist sehr angenehm. Besser als jedes Radio. Ich dachte jetzt zwar, ich bin im Freitagsstammtisch, aber sonst war es gut. Kann nichts auswählen. Ich noch auch nicht. Was muss ich denn da drücken? Zwei Tasten. Also die 6 und 9 auf dem Nummernblock wären noch frei. B und M sind noch frei. BM bin ich, ich bin B und M. Das, toll, was darf weil ich noch machen? Den Joystick. Ich bin gelb. Kann mir jemand nochmal sagen? Ist gelb? Ja. Was kann ich tun? 6 und 9, ne? Auf dem Block? 6 und 9 auf dem Nummernblock, ja. 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 Will nicht. Bisschen blöd, 6 und 9, wenn es übereinander ist, ne? Aber ja, das war für den Spieler gedacht, der so schräg an der Tastatur sitzt. Okay, dann sitze ich schräg. Aber einer fehlt noch, oder? Drei. Grün, was ist das? P Amiga, P Alt. Das ist, glaube ich, rechte Amiga, rechte Alt-Taste. Also rechte Windows und rechte Alt-Taste, glaube ich. Amiga, Right, Amiga, Alt. Alt-Right. So, ich mache mir mal von da. Kann ich. Ich würde sagen, ich irgendwie auswählen. Nee, ich bin morgen wahrscheinlich nicht da oder wenn dann erst mal, sehr spät. Oliver, wir machen nochmal nächste Woche, beziehungsweise nicht nächste Woche, Anfang der Woche oder am Wochenende mal einen kurzen Test eventuell wegen Gamescom. Müssen wir absprechen, wann wir können alle. Ja, ja.
Okay, normal bis dann. Sollte am Wochenende gehen, aber gucken wir dann. Schauen wir mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Gelb hat eine Taste getroffen. Mir geht das irgendwie gar nicht. Ich hab's jetzt erwischt. Irgendjemand ist grün und hat einmal getroffen schon. Das war ich. Ich hab's ausprobiert. Das, bei mir geht's aber auch nicht grün. Aber eine Taste geht zumindest. Was ist mit Tab und Dingens? Ah, nee, geht auch nicht. Tab geht nicht. Auch ein. Was kann man machen mit der Alt? Warum geht Alt nicht? Warten wir uns kurz. Oder vielleicht muss man da einmal ins Fenster klicken. Ich habe kein Gamepad aktiv. Ah, du kannst auch rechts und links verwenden, den Pfeiltasten. Die ging bei mir vorhin nicht, aber mach ruhig mal. Ah, das geht, ja. Das geht. Ja, perfekt. Okay. Warte mal, dann nehme ich rechts, links. Wie immer, ihr könnt Alt und Komma benutzen, um den Lautstärke runterzuregeln. Alle da, ne? Ja. Okay, dann los. Okay, ich bin wieder blau. Wer ist rot? Bin ich. Ich bin grün. Ich glaube, ich war grün. Ja, ich bin grün. Patrick ist grün. Danny ist... ich bin auch grün. Oh, wieso auch? Gut. Ach, Mist, ich bin noch gelb. Oh, wir sind beide grün, das kann nicht sein. Okay. Ich war vorhin grün und deswegen habe ich jetzt... Ich war auch immer grün, wir müssen mal checken gleich. Wir müssen da mal neu starten. Danny hat mich zerstört. Oh, neu starten? Ja, irgendeiner ist ja... Wir sind doch fünf, oder? Ja. Und muss doch jeder... Ich darf die Tasten 6 und 9. Wer bin ich denn sonst? 6 und 9, dann hast du hellblau. Oh, gut, echt? Hellblau, genau. Hellblau bist du. Okay, ja. dann ist es klar, warum sich nichts bewegt. Okay. Gibt die Cursor-Tasten. Na gut. Genau, hellblau bist du. Wo ist denn hellblau? Patrick, da oben. Genau, ja. Ist eh egal, wie die. Reagiert aber nicht gut. Aber das gehört zum Spiel, ne? Das ist das Spiel, ja. Das ist normal. Ich finde die Steuerung auch etwas schwammig. Oder es kann auch vielleicht sein durch die Verzögerung. Nö, das war schon auf dem originalen Amiga so. Ich glaube, das ist Absicht. Ja. Irgendwie schon ein bisschen so laggy. Ingo, jetzt interessiert es mich schon, wie viele dieser Glühbirnen hast du denn im Haus? Und hast du dann so Voreinstellung jetzt Sonnenuntergang, Licht, warte im ganzen mal, also Haus ich hab, so Klickbumm? Warte mal. So Zackbumm, Return. 10 also Glühbirnen. Ja, vielleicht sogar noch mehr. Weil ich habe manche doppelt belegt. Zum Beispiel, ich habe jetzt bei meiner kleinen Tochter im Zimmer. Die hat halt nur eine so eine E27 Lampe, so eine Lampensockel. Und da habe ich einen Adapter draufgeschraubt, weil die zu schwach sind, dass ich dann zwei Lampen reinstellen kann. Dann habe ich dann so für sie auch so Settings, ja, wo sie dann halt irgendwie so Disco und sowas hat. Wo dann halt das ganze Zimmer dann irgendwie so mit lustigen Farben dann halt auch Stroboskoplicht. Genau. Oder halt auch dann so ein Rosaton, dann ist halt das ganze Zimmer im Rosaton und das gefällt mir halt total super. Und dann habe ich halt das auch so programmiert bei meiner kleinen Tochter, dass halt immer morgens um 6 Uhr das Licht angeht. Dass sie dann halt da aufwacht. Weil, um dann 6 Uhr? Oh ja, dass sie halt dann auch mal aufsteht. Und doof also, natürlich. Kontrollierst du dann für alle deine Familienmitglieder deren Lichtsituation praktisch von deinem Telefon aus? Ja, genau, soweit es geht. Bei meiner größeren Tochter, da ist nur in ihrer Nachttischlampe, weil ich vergesse immer auszuschalten und dann kann ich das halt aus der Ferne ausschalten. Mann. Man kann auch, es gibt auch eine Funktion, wenn man. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ihr über Lampen redet. Das finde ich auch ein bisschen krass, dass du dann bei deinen Töchtern halt da das Licht an- und ausschaltest. Automatisch. Dass dann halt alles Licht abgeschaltet wird. Oder halt, ihr Schweine! Wenn ich in Urlaub bin. Alter! Arschlöcher! Ein Lichtprogramm. Wo dann halt auch manchmal dann so Lichter angehen, halt so in bestimmten Häuserabschnitten, sodass dann halt auch so lebenssimuliert wird. Also ich habe mir davon das totale Billigmodell gekauft, weil ich habe mir diese Radiofrequenz-Steckerschalter gekauft, weißt du, diese Relays, die man mit so einer kleinen Fernbedienung dann an- und ausschalten kann. Und dann, die sind so billig bei Amazon. WLAN-Stecker habe ich auch noch ein paar. Danke, Blau. Und es ist schon echt unglaublich. Bis wie viele Punkte geht das, wenn ich mal über das Spiel reden darf, kurz? 40. Okay, danke. Weil, ihr spielt aber mit, ne? Oder habt ihr Bots laufen?
Nein, nein, wir spielen. Oder ist das AI? Nein. Weil dann hat so ein Gast war bei uns zu Besuch und deren Tochter, deren Sohn hat diese Fernbedienung, weil das kam mit zwei Fernbedienungen und dann hatten wir halt eine im Schlafzimmer, eine im Wohnzimmer, dass man halt immer eine Fernbedienung zur Hand hat, um halt das Licht im anderen Raum an- und auszuschalten. Und dann hat deren Sohn diese Fernbedienung in die Toilette geschmissen und dann war sie halt kaputt. Weil das war so ein, weiß ich nicht, siebenjähriges Pöks oder so. Und seitdem ist diese, ne, es ist schon mit Fernbedienung, aber alleine die Tatsache, dass die Fernbedienung im Wohnzimmer ist und nicht im Schlafzimmer, dann ist man halt im Bett und denkt sich, scheiße, ich habe vergessen, das Licht auszumachen, jetzt muss ich wieder die Fernbedienung einsammeln, das ist schon zu viel irgendwie zum Teil. Aber ähnlich also, ist es auch bei stuhllosen Telefonen. Ich finde es eigentlich so ziemlich entspannt, wenn ein Telefon ein Kabel hat und dass man das nicht verlieren kann. Wer ist blau? Nee, das finde ich nicht. Ich bin blau. Okay. Also bei Telefon finde ich es auch sehr nervig bei den alten richtigen Telefon. Da musste man die ja immer in diese Basisstation packen und das ist auch ein Krampf, weil du musstest dann ja immer, ja gut, ja, wir haben dann Kabel irgendwann gebunden. Mal eine zweite Basisstation gekauft und so. Vor allem dann gehen die Akkus kaputt und dann auch mal schlechter. Vor allem du brauchst ja auch bei den Decktelefonen brauchst du spezielle Akkus, die irgendwie, das ist komisch, ich glaube, die haben irgendwie wenig Ampere oder sowas, weil die ja ständig unter geladen werden. Also du brauchst ja spezielle Akkus, weil sonst sind die in einem Monat kaputt dran. Also das haben wir hier gar nicht mehr. Jetzt haben wir nur noch Handy. Also wir haben gar kein Festnetz mehr hier in den USA, weil wir haben eh unendlich Minuten auf dem Handy mit dem Vertrag. Oh. Aber das finde ich auch schlimm. Also ich finde echt, es ist schon irgendwie, die Idee ist schon cool, dass du praktisch so einen Knopf auf deinem Handy drückst und dann geht überall in der Wohnung das Licht aus. Da musst du dich ja halt nicht mehr darum kümmern. Im Wohnzimmer ins Bett ist das gehen, praktisch, überall. wenn du halt so ein Licht hast, so ein Fernsehgucklicht oder so ein Ambiente-Licht und dann halt, dass du über Alexa dann redest. Ja, da kannst du auch zum Beispiel sagen, so Alexa, schalte das Licht auf 50%. Ja. Und oder einen anderen Ton, irgendwie bitte rotes Licht. Es ist schon sehr faszinierend, finde ich, diese Entwicklung, dass man das so alles automatisiert. Dass man nicht mehr überall hinrennen muss, alle Lichter ausmachen, bevor man ins Bett geht. Es ist halt einfach Luxus irgendwie, dass das so automatisch geht. Wie früher in den Filmen, wenn die Leute geklatscht haben und ihr Licht ging an und aus in ihren Luxusvillen. Achso, was ich auch so relativ viel habe im Haus, das sind interne IP-Kameras. Und zwar, bei dir möchte ich auch nicht wohnen, Ingo, das wird immer schlimmer. Ich finde es auch ein bisschen zu krass jetzt. Hast du, also, du hast auch immer Mikrofone. Ne? Ich habe meine Waschmaschine, die hat kein WLAN-Modul, da habe ich halt eine IP-Kamera. Meine Waschmaschine hat kein WLAN-Modul. Ganz ehrlich, da habe ich dann auch nicht. Schreck. Das trotzdem. Da habe ich dann halt eine Kamera dahingestellt, dass nein. Kann, wenn die zu Ende ist. Nein! Aber ich habe jetzt. Also ich weiß, ich kenne es jetzt so. In der Regel haben die so ein Ding, das pfeift, wenn es fertig ist. Ja, das höre ich nicht. Das ist zu, höre ich nicht. Nein, das gibt's nicht. Aber ich habe eine Kamera eingestellt, damit du siehst, wenn die Waschmaschine fertig ist. Aber ich habe jetzt eine neue Spielerei, das ist so ein Zwischenstecker. Der meldet sich auch per WLAN, wenn keine Leistung mehr gezogen wird. Das heißt, sobald die Waschmaschine quasi im Ruhebetrieb ist, irgendwie für ein paar Minuten, dann schickt die halt eine Push-Message auf mein Handy. Und deswegen bin ich der gut, Einzige, der die halt Waschmaschine noch nicht im Netz hat, oder ist das. Ja, die Waschmaschine, ich habe ja, weil die ist alt, die hat kein WLAN. Meine hat auch kein WLAN. Meine hat auch kein WLAN, ich glaube. Das ist noch nicht so verbreitet, glaube ich, oder? Bei der Spülmaschine jede Waschmaschine ein WLAN keins, weil bei der Spülmaschine hast du kein WLAN, Ingo. Nein, weil du musst ja sowieso immer ein Tab oder so. Das war Ingo nie. Ich kenne fast niemanden, der in seinen ganzen Geräten WLAN hat. Nee, das ist für mich auch jetzt etwas neu. Ich finde schon schockierend. Ich habe letztens gesehen, ich habe fast 20 Geräte im WLAN und weiß nicht mal welche. Und das finde ich schon erschreckend. Aber es gibt ja diese Kühlschränke mit WLAN, die dann irgendwie dir sagen, wenn die ganzen Sachen, die du in den Kühlschrank, wenn die alle irgendwie verfault sind oder so. Wir stellen ja sogar dann bei Amazon nach oder irgendwo bei irgendeinem Dienst, wenn du willst. Das finde ich ganz, ganz toll.
Blau hat gewonnen, trotz Abwesenheit. Es hilft, je mehr ich laber, desto größer sind meine Chancen. Aber ich bin immerhin Zweiter. Das, dafür, dass ich noch nicht geübt habe, ist das super. Alle auf Blau. Danny? Ja, einer fehlt noch. Aber, ich. Aber ja, ich das finde ich auch krass. Es gibt ja diese Drucker jetzt, die dann automatisch bei Amazon Tinte bestellen. Und also das finde ich auch total abartig. Nicht. Das finde ich ein bisschen, übertrieben, ja. Ehrlich gesagt. Für Büros und so ganz praktisch, aber für zu Hause finde ich das. Ich habe da immer Angst, dass irgendwann der Briefträger kommt und sagt, wer hat die Palette bestellt? Ja, das war mein Drucker. Genau. Ich meine, es gibt ja auch diese komischen, ich weiß nicht, ob das immer noch in ist, diese komischen Knöpfe von Amazon, dass du so am Kühlschrank so einen Knopf hast, den drückst du. Die sind in Deutschland verboten. Ah, interessant. Ich hatte die zeitweise, als es die gab, für Waschmittel. Dashbuttons, ja. Genau, die hatte da gab es ja diese Geschichten von Kindern, die dann aus Jux irgendwie 100-mal draufdrücken oder so. Und dann kriegst du mit einmal, halt wie du sagst, so einen riesen Plätze. Kannst du aber einstellen, dass genau, das ist ja auch verboten worden. Das ist ja eine Funktion, die habe ich abgeschaltet bei Alexa, wo du dann halt irgendwie dann über Alexa bestellen kannst, weil das war auch zu gefährlich. Vor allem, du fragst dann irgendwann mal Alexa was aus der Ferne und dann, ja, ich bestelle dir das und das. Ich habe es ja in den Einkauf reingelegt. Boah. So, wie ist das Wetter? Also, ich weiß nicht, wie du drauf bist. Ich habe meinen Alexa an so einem Relay, dass ich den Strom für Alexa ausschalten kann. Und ich schalte Alexa nur an, wenn ich sie benutzen will. Und ansonsten schalte ich sie immer aus, weil ich habe zu viel Angst, dass das alles mitgeschnitten wird. Ich brauche Alexa als Wecker, als Eieruhr und als Uhrzeitsansage. Echt? Oh, nee. Bei mir ist Alexa, meistens hat die keinen Strom. Doch, ja, dann musst du sie immer wieder einloggen. Nee, das, also ich benutze sie echt, meine Haupttätigkeit, darf man echt nicht sagen, ich benutze sie hauptsächlich als Eieruhr. Wenn ich koche, mache ich meine 5 Wecker an, das ist irgendwas, dafür benutze ich Alexa. Also meine Kinder hören das auch gerne, also Radio, beziehungsweise Apple Music damit. Wir haben auch so eine so ein Alexa Dot, also dieser billige für 30 Euro im Bad stehen. Und der macht auch ganz gute Dienste, weil das ist eine super Qualität. Und für 30 Euro, wenn der halt irgendwann mal kaputt geht, weil der irgendwie zu viel Luftfeuchtigkeit zieht, dann ja, ist halt Pech. Und der ist jetzt schon seit, keine Ahnung, über ein Jahr, anderthalb Jahre. Das Einzige, was ich wirklich exzessiv benutze, wie gesagt, ich habe Alexa auch in fast jedem Raum bei uns. Also, weil wir gerne Musik hören zwischendurch auch mal. Und das finde ich ganz praktisch. Ich finde es erstaunlich, wie gut Alexa funktioniert, verglichen mit Siri. Und wie gut die Qualität von den billigen Dots ist. Ist unglaublich. Ja. Das ist also die hören die 30 Euro Teile, die gab es irgendwann mal im Sale für 20 Euro, glaube ich, habe ich gleich 4 Stück bestellt und die Räume ausgestattet, weil das nutze ich wirklich für Musik und sowas. Wir haben im Bad so bei uns so eine Dachschräge und die stehen, der Dot steht da drunter und das Ganze ist irgendwie so eine Art Bass- oder Resonanzkörper. Und dadurch wird der Sound sowas von gewaltig. Ah! Also das ist richtig krass. Ich war enttäuscht von dem Echo auch, Dot. Da bin ich auch begeistert, ja. Und ich habe da andere Boxen angeschlossen extra noch, damit da mehr Bass ist. Ich nehme den Dot dann mit in Urlaub. Wenn ich irgendwo WLAN habe im Urlaub, kann ich da mit Alexa weiter Sachen machen. Das ist total praktisch. Also gut, es kommt natürlich darauf an, was du erwartest. Also ich finde, dass der Echo Dot also einen relativ vollen und sauberen Klang hat. Also das macht Spaß. Danke, aber es klingt besser, wenn man extra Boxen anschließt. Ja natürlich, ich meine, die kosten 30 Zwecke Euro. Sind. Ja, weil schon mal im Bad stelle ich mir mit Sicherheit kein Apple, wie heißen die Dinger, diese Pod, diese iPod. HomePod oder so. HomePod, weil die werden mir deutlich zu teuer, ja, dass sie im Bad stehen und irgendwie kaputt gehen. Ja, aber ich meine, Siri funktioniert halt auch überhaupt nicht. Also, ich weiß nicht, ob es meine Stimme ist, aber Siri versteht mich absolut nie. Bei Alexa mag ich und auch Alexa versteht mich ständig. Erinnerung. Das Einzige, was ich hasse, wie die Pest, ja, da merkt man, dass es halt eine amerikanische, also aus USA kommt. Wenn ich sage, bitte mach mir einen Termin um 9 Uhr Müll rausbringen oder irgendwie sowas, ja, dann fragt sie, ja, vormittags oder nachmittags? Ja. Und das geht mir halt so tierisch auf den Senkel. Ja, weil. Ja, das müsste man einstellen können, ne? Genau, 9 Uhr ist für mich morgens. Also. Na gut, aber das ist aber auch Ansichtssache. Für mich ist 9 Uhr auch abends. Ich sage nie 21 Uhr. Echt? Als Beispiel. Nee, ich sage auch nur, wir treffen uns um 8 Uhr abends. Dann sage ich auch, bis nachher um 8 oder sonst was. Und hier, wie spät ist es? 8 Uhr abends ist ja was anderes. Aber wenn ich jetzt nur sage 8 Uhr, ohne einen Zusatz, dann ist es dann meine ich nicht immer morgens, nein. Ich nicht. Aber vielleicht versteht sie, wenn du einfach sagst, 8 Uhr morgens, um das klar zu machen. Weiß ich auch nicht. Da aber dieses,
kennt ihr das noch aus den Flugsimulationen früher? Da hieß es immer, wie war das immer so? 800 Hours oder so. Oder 900 Hours. Das war dieses Militärsprach-Sprech. Das kannte ich irgendwie früher vom Amiga, von den Flugsimulatoren. Genau was machen. Und dann habe ich das im Englischunterricht gesagt. Er lenkt schon wieder ab. Können wir was gegen Dunkelblau machen? Bitte, danke. Dann habe ich so im Englischunterricht in der Orientierungsstufe sowas vorgelesen. Und ich meinte so, we'll meet at 1900 hours. Oder und die Lehrerin guckt mich an, was redest du da? Was ist das für ein Schwachsinn? Danke, Gabe. Und das war echt total peinlich, weil das hatte ich irgendwie, weil ich mein Englisch aus Computerspielen gelernt habe. Da habe ich das falsch gelernt. Aber ich muss jetzt noch mal was Positives zu Siri sagen. Gut, das ist jetzt nicht Siri, aber ich habe mir jetzt eine Aufzeichnung gemacht hier für den die Zugangsdaten hier von dem Videostammtisch. So, und irgendwie hat Siri gemerkt, dass ich jedes Mal am Donnerstag um 7 Uhr diese Daten abrufe. Das ist wirklich erschreckend. Ich krieg die schon halt vorgeschlagen. Ja, Entschuldigung, das ist erschreckend. Das ist ungefähr, wenn man Handy anmacht und er sagt, sie wollen losfahren, Richtung Firma ist jetzt weniger Stau. Das finde ich schon schlimm genug. Ja. Nein, ich bin auch nicht auf dem. Das ist ein bisschen zu viel dann, wenn das mit einmal anfängt, das so zu erraten. Zu weit geht. Vor allem, wenn mich deine Google Maps fragt, oh, heute sind Sie Fahrrad gefahren, stimmt das? Ich so, bitte, was? Ja. Da geht es einen Schritt zu weit. Es schlägt aber auch oft fehl. Also das mit dem, oft habe ich sowas, dass ich am Keyboard tippe und dann denkt irgendwie meine Apple Watch, dass ich irgendwie gerade jogge oder so, weil sich meine Hand ständig bewegt. Also es passiert auch Keyboard ganz oft, dass das falsch ist. Dass das einfach können wir mal trotzdem nicht funktioniert. Uns einmal auf Blau konzentrieren. Der Quatsch ist alle kaputt. Und aber ich finde jedes Mal, wenn ich mit Siri da rumhampel, denke ich, ey, wie kaputt ist eigentlich Siri? Es ist wirklich, es ist einfach, man kann es nicht mehr reparieren. Siri ist so kaputt. Ja. Wer ist denn Blau? Apple hat das echt komplett verkackt. Der Quatsch ist hier zu und gewinnt hier die Runde. Ich meine, allein okay, dieses mit diesem like Bing-Bong, was da immer kommt bei Siri, ne, merkt Ding, das? Jetzt er kannst du reden, Bong, jetzt darfst Runde, du reden. Er merkt es nicht. Ah, das ist ein guter Trick. Was? Dass du uns immer zuquatschst und gewinnst. Und wir konzentrieren uns so, auf wir hören dir zu. Also das hilft mir selber, meine Ängste zu überwinden. Ich habe bei mir auch Siri komplett deaktiviert, weil es hat mich an der Apple Watch sowas von genervt. Ja, weil wenn man die Uhr angehoben hat oder sonst was, und ich war dann teilweise in irgendwelchen Geschäftsmeetings, plötzlich sagt sie dann irgendwas und dann, das ist dann so peinlich. Ich hab hier Gartenarbeit gemacht und Siri denkt, dass das Laubrascheln Hey Siri ist, diese Hey Siri, weil das so scharfe Töne sind. So, können wir jetzt und ich dachte echt so, ey Apple, ihr könnt, das könnt ihr mir, es kann doch nicht wahr sein, dass ihr nicht Laubrascheln von Hey Siri unterscheiden könnt mit eurer tollen AI. Also was ist das für ein Epic Fail irgendwie? Aber da merkt man halt, wie wenig die Entwicklung da weitergeht. Das ist also erschreckend. Ich hatte ja übrigens damals das ja als Anwendungsfach studiert. Und zwar, ich hatte damals Computerlinguistik vor 20 Jahren studiert. Und das Interessante ist, damals hat keiner kapiert, wofür das gut war. Und mittlerweile ist es ja halt überall in aller Munde. Also Computerlinguistik wird eigentlich ja in der ganzen Sprachverarbeitung dass der Job halt auch relativ gefragt ist. Aber da hat sich halt so wenig in den letzten 20 Jahren weiterentwickelt. Das ist halt sowas von erschreckend. Wobei, ich muss sagen, das Vorlesen läuft inzwischen schon sehr gut. Also dieses, genau, das die Sprachsynthetisierung. So genau, und was das auch läuft wirklich geworden, gut. Das sind teilweise Übersetzungen. Also wenn man mit DeepL Übersetzungen macht, da ist selbst der Google Translator eine Katastrophe gegen. Also da sind die echt ein gutes Stück weiter. Wir haben jetzt auch so einige dieser neueren Trainingsvideos, die wir haben für die Arbeit. Die werden gar nicht mehr von Menschen vorgetragen, sondern das ist alles Text-to-Speech. Wobei, da sind die englischen Texte immer noch in Klassen besser als deutsche. Bei deutschen höre ich es raus, bei englischen teilweise nicht mehr. Also ich kann es auch bei Englisch noch hören, aber es ist wirklich schon sehr gut geworden. Ich habe das Gefühl bei Audible, dass sehr viele englische Bücher mit Computerstimmen gemacht werden, weil die hören sich teilweise wirklich auch so monoton an. Das kann sein. Das kann auch sein, aber ziemlich Mist. Ich habe auch viele bei Audible, die sind wirklich gelesen von renommierten Schauspielern und so. Das gibt es auch. Also. Wenn man jetzt mal halt so ein deutsches Buch sich anhört von einem richtigen deutschen Synchronsprecher oder einem ja. Können wir jetzt mal wieder auf Blau gehen?
Du hast recht, Ingo, aber es gibt inzwischen auch gute englische Audible-Bücher. Ja, also zum Beispiel, es kam gerade The Sandman raus von Neil Gaiman in einer unglaublich guten Hörspielproduktion in Amerika. Also das gibt's auch. Emotionen. Aber das stimmt, dass die Deutschen sind da schon international wirklich führend, finde ich, in Hörspielen und so. Aber es ändert sich inzwischen ein bisschen. Es gibt auch bessere Englische jetzt. Ich glaube, Audible muss auch ziemlich gut laufen gerade. Ich glaube, wobei, ich habe das auch nicht mehr abonniert, weil ich habe einfach keine Zeit mehr, weil es sind einfach so viele Podcasts, die ich höre. Ja. Genau, geht mir genauso. Und es finde ich schade, aber so ein Buch braucht halt auch eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne. Und wenn ich mag eigentlich lange Bücher. Ja, also so kurze Bücher mag ich gar nicht, weil das ist mir halt irgendwo, das lohnt sich halt nicht. Und ich mag halt Du musst auch aufpassen bei Audible, weil es gibt oft zwei Versionen. Einmal die gekürzte und einmal die ungekürzte von den. Und man das will natürlich immer die ungekürzte. Also niemals würde ich mir die gekürzte Version von irgendwas anhören. Vor allem, die kostet ja das Gleiche. Ja, ja, genau. Und das ist dann halt zum Teil echt nur halb so lang oder so. Aber so ein Buch, ja gut, bei Audible ist meistens so 17 bis 20 Stunden so, ne? Ja. Das ist schon eigentlich, was auch schade ich verkürzen ist, muss. Ich glaube, für Leute, die keine Zeit haben vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, aber der Autor hat doch das Ding nicht geschrieben, damit er es rauskürzt. Also, muss irgendwo Sinn haben. Finde ich auch komisch, dass da der Autor nicht gefragt wird, oder wird der Autor da gefragt? Weil als Autor hätte ich da auch Probleme mit, dass da mein Buch irgendwie von irgendwem zusammengekürzt wird. Finde ich ein bisschen komisch. Teilweise kürzen es die Autoren dann selber. Kann auch sein, aber ich ignoriere das. Also ich versuche immer die ungekürzte Version zu kriegen. Das probiert bei den Scheibenweltromanen. Da gibt es fast alle mittlerweile ungekürzt auf Deutsch, aber einen habe ich jetzt, den kriege ich nicht her. Gibt's nur gekürzt. Blau und Rot führen schon wieder. Ich kann mich nicht aufs Spiel konzentrieren hier. Ich nehme die Audiospur und tue es als Stammtisch rein. Nein. Also Scheibenwelt muss ich auch nochmal hören. Die habe ich. Mit denen bin ich nie so richtig warm geworden. Ich finde die übersetzte Version gar nicht so schlecht. Ah, okay. Ich fand die Filme auch gut. Ich fand die Filme, diese, speziell den einen, wie hieß er noch, von Scheibenwelt. Da gab es so einen Film mit diesem Postamt, oder? Genau, mit dem Postamt. Der war richtig gut, fand ich. Ab die Post, war der deutsche Titel. Der war echt gut. War, glaube ich, auch eine Fernsehproduktion, aber richtig genial. Und dann Going Postal war das Englische. Genau, der war echt gut. Das habe ich irgendwann mal danach gesucht, weil da gab es auf einmal einige Produktionen, die echt gut waren. Mhm. Aber das war gar nicht so. Ja, die BBC macht einige sehr gute. BBC macht einige sehr gute Sachen. Ja. Wir müssten gleich noch eine Runde Knockout spielen, ne? Ohne Marcel. Es gibt ja auch eine neue Serie. Die war auch richtig gut. Oder The Watch. Nee, nicht Watchmen, von Terry Pratchett. Ach so, das. Mit den guten und bösen Engeln, die war auch das richtig gut. Mit Neil Gaiman zusammen gemacht hat. Good Omens. Genau. Good Omens, die war auch Hammer. Die ist Wahnsinn. Wirklich. Weil mich jetzt ein bisschen verwirrt. Weil ich gerade in Doctor Who drin bin. Plötzlich schaue ich da den Dämon an. Sie ständig Doctor Who drin. Ja, ja. Ich habe auch jetzt die erste Folge davon geguckt und da war ich auch etwas perplex, weil ich habe die Rolle nicht abgenommen. Ich wollte in die Serie nur mal kurz reinschauen, plötzlich waren 6 Folgen durch. Also ich fand eher selten bei Serien. Ich fand die auch so toll satirisch irgendwie, weil die sich auch so ein bisschen lustig macht über Religion und so. Ja, das Buch ist auch fantastisch. Ich glaube, da waren auch alle dran beteiligt. Terry Pratchett, ich glaube sogar Dave McKean war dabei, glaube ich, irgendwo. Also im Buch war es nur Pratchett und Gaiman. Vielleicht war es auch nur Pratchett und Gaiman. Ich glaube, bei der TV-Produktion war auch dieser Dave McKean mit dabei. Das kann sein, dass er da. Den finde ich auch total. Hast du mal dieses Mirror World gesehen von Dave McKean und gesehen? So ein Duo. Es gab so einen Film, der hieß Mirror World. Ich weiß nicht, ob Terry Pratchett. Nee, da war, glaube ich, Neil Gaiman beteiligt und Dave McKean, die beiden. Auch absoluter Hammer. So ein Film war das, Mirror World, von so einem Mädchen, was im Zirkus aufwächst und dann sich mit dem Tod ihrer Mutter da irgendwie beschäftigt. Auch, die sind alle, ja.
Jetzt kam gerade... Aua. Mist. Vor einiger Zeit kam ja auch American Gods, glaube ich, raus auf als Fernsehserie. Das habe ich aber noch nicht gesehen. Das ist ja auch von Neil Gaiman geschrieben, glaube ich. Das habe ich mir auf Audible angehört. Mann. Aber ich finde auch dieser Neil Gaiman, der ist mehr so, der macht so Mythen und eher ernsthaftere Geschichten. Und dieser Terry Pratchett macht ja eher so Komödien. Oh. Ja, Komödien, der bildet halt die Realität in seiner Welt ab. Auf überspitzte Weise. Das gefällt mir eigentlich ganz gern, ganz gut. Terry Pratchett meinst du oder ja, Neil Gaiman? Ja. Ja. Hey, Pratchett, der hat ja seine eigene Scheibenwelt. Und der nimmt halt das, was aktuell war, und überträgt es halt in seine Welt. Und kann das halt dort so völlig überzeichnet darstellen. Politik zum Beispiel, ja. Nur kommt da wahrscheinlich nicht mehr allzu viel. Ich habe auch mal so ein Interview mit Terry Pratchett gesehen, das war auch zum Totlachen. Also er war so witzig. Naja. Ich weiß auch gar nicht, ob der noch lebt, Terry Pratchett noch, oder ist der schon... Leider nicht mehr, deswegen sage ich, da kommt nicht mehr viel nach. Ja. Vor ein paar Jahren ist er schade. Verstorben. Das letzte Buch von ihm immer noch nicht durchgelesen. Was ist das letzte? Das war auch noch ein Scheibenwildroman. Die Krone des Schäfers. Nee, nie gehört. Ja. Ich finde es auch fies eigentlich, dass Terry Pratchett immer mit Douglas Adams verglichen wird, weil die sind schon sehr unterschiedlich, finde ich. Ja. Die waren halt beide Engländer. Ja. Aber es ist schon sehr unterschiedlicher Humor und ja, halt anders. Ja, definitiv. Wie bist du denn da durchgekommen? Ey! Sind die denn gut, die deutschen Hörbücher von Terry Pratchett? Ich finde sie gut gemacht, ja. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auf eins gestoßen, das finde ich einfach nicht in umgekürzter Fassung. Vielleicht bei, also auch nicht bei Audible? Oder auch nicht bei Audible, so nur in Englisch auf umgekürzt. Oh, ja. Danke, Gelb. Bitte. Scheiße, sorry. Ich habe auch eine Zeit lang bei Hörbüchern total auf den Sprecher geschaut, weil zum Beispiel finde ich diesen, der hat früher... ich habe wieder gewonnen. Was macht ihr denn? Ich laber die ganze Zeit, ich konzentriere mich gar nicht. Sollten wir jetzt noch was zum Abschluss Dings spielen hier? Oder kurz das Autospiel? Ja. Können wir gerne machen. Ja. Wenn schon Marcel nicht da ist, das müssen wir nutzen. Ja. Stoppen, einfach ausschalten. Ja, genau. Oh Mann. Es war vorhin übrigens wieder sehr unterhaltsam, als ihr so laut geflucht habt bei Last Ninja, hörte man aus dem Büro ja wieder Schreie und einige unserer Gäste fragten dann natürlich wieder, was schreit denn da bei euch im Büro? Ich sage, das ist der Livestream, wie immer. Vor allem der Piepton von Danny, der ist dann sehr durchdringend, der sagt, was piept denn da ständig? Ich sage, da flucht gerade jemand, alles gut. Ja. Das wird dann automatisch bei Twitch weggepiept. Ich sage, nein, die drücken schon vorher ihre Tasten, wenn sie fluchen. Heute waren drei Österreicher da, die wollen eventuell mal mitspielen in den nächsten Wochen. Mal gucken. Wie kommen denn Österreicher? Ich glaube, jetzt alle Österreicher vergrault. Die machen Urlaub in Hamburg und möchten einfach mal einen schönen Retro-Abend haben. Und Christian hat schon wieder irgendwelche Level durchgespielt, die hätte ich sehend nicht geschafft, aber das kennen wir. Zumindest muss man sagen, dass das auch momentan eine Unterhaltungsform ist, eine Location, die eigentlich auch relativ sicher gemacht werden kann, im Gegensatz zu anderen Möglichkeiten. Also als wir da waren, wir haben auch viele Dinge nicht gemacht, zum Beispiel auch Bootstouren oder sowas, weil da hat man dann halt irgendwo Bedenken, weil halt dann auch viele fremde Leute sind. Wir haben halt das Problem, Ingo, mit der Begrenzung. Wir kriegen das halt nicht finanziert, logischerweise, weil wir können nicht mit 5 oder 10 Leuten das Ding finanzieren. Geht halt nicht. 5 Leute wieder? Ja, ich glaube, wir sind 5, oder? Ja. Schon jemand eingeschlafen? Okay. Noch nicht. Super. Oh, ich gerade auf. Ich schmeiß mal den Server an. Ach, das war dann mit Joystick, ne? Ja, muss ja. Ja. Hoffentlich geht der. Ich schaue dazu. Bitte was? Ich schaue dazu. Achso, du hast abgemeldet, deswegen. Weil ich nicht, ob du mitspielen wolltest. Mach doch ruhig mit, dann starten wir nochmal. Achso, okay, gut. Dann starten 6er, wenn wir zu 6 sind.
Ja, dann breche ich ihn ab. Ja, da starten Sechser. Wir wollen die Scheibe voll sehen. Sechs. Und denk, denk mal dran. Wir werden nie wieder so entspannt spielen können. Marcel ist nicht da. Ach so. Das heißt, Marcel kann nicht gewinnen. Hoffe ich zumindest. Wenn er jetzt immer noch Ziel gewinnt, dann ist das schiefgelaufen. Ah, da ist er ja. Der Sechser-Server. Ich gehe mal als 2 rein, wenn das geht. Ich gehe als 5. Mach mal. Wisst ihr mal, Oliver war auch bisher begeistert von den Scheibenwelt-Hörbüchern. Also ich join, okay? Solltest du tun, sonst wäre es schwierig, ja. Aber ich finde es echt schade. Seitdem ich so viel Podcasts höre, da habe ich echt keine Zeit mehr zum Lesen. Geht mir genauso, weil es ist allein der Retro-Komport frisst ja schon 2 Tage Podcast hören immer. Ich muss mal kurz umstellen. Player 7, das ist mir komisch, oder? Player 7? Kannst du hinterher noch umstellen, mach einfach erstmal. Okay, irgendwie ist da bei diesem Spiel echt der Wurm drin. Ja, aber das kriegen wir ja eigentlich hinterher zugeordnet. Ja. Und wenn nicht, dann ordnen wir selber zu. Also ich wechsle immer so ein bisschen. Wenn nicht, ordnen wir selber zu am Ende. Ja, genau. Das meinte ich ja. Also bei mir dauert es noch ein bisschen. Fehlt doch ja, warte, ich bin gestartet, aber ich muss meinen Bildschirm in Fullscreen machen. Ja, aber es ist doch noch. Ja, jetzt geht's los. Mal gucken, wer da ist. Ich komme nicht auf meinen Monitor drauf. Schauen wir mal, wer da ist gleich. So, das Spiel lädt zumindest. Gleich wird es wieder laut. Achtung. Nee. Ach. Also ich wechsle immer so ein bisschen zwischen Podcast und Hörbüchern, weil manchmal gehen mir Podcast auf den Sack und dann höre ich halt Hörbücher stattdessen. Ja, ich habe immer das so Problem die Phasen, bei mir, ich bin, Entschuldigung, ich bin aktuell im Homeoffice. Ich hätte zwar Zeit zu hören, aber ich komme irgendwie nicht dazu, weil ich stehen und irgendwas abgelenkt bin. Ja, ich habe das Problem, entweder habe ich zu viele Podcasts in der Warteschleife oder ich habe keine mehr. Das ist immer ganz lustig. Es gibt nur die Extreme gefühlt. Ja, ich hänge jetzt schon wieder 10 Folgen beim Retro-Komport hinterher. Das ist hart. Da bin ich gerade mit der aktuellen Folge durch. Ich bin gerade im Stammtisch durch von letzten Freitag. Also es hat auch gedauert. Stammtisch gar nicht zu reden. Ich versuche schon die zu überspringen, bei denen ich mitgemacht habe. Aber der wird schon immer besser. Ich merke mir immer, wie weit ich dabei war und höre dann den Rest. Das ist auch immer sehr gut. So, also ihr könnt Alt und Komma drücken, um den Sound leiser zu machen? Ja, Alt und Semikolon. Ja, also Alt und Komma, ja. Alt, Komma, wer startet Alt, das? Punkt. Wer ist da? Wer macht das? Ah. Gut, dann schauen wir mal, wer da ist. Jetzt müssen wir erstmal die ganzen Computer ausschalten. Ne? Wie war das? Achso, das sind wir da gar nicht. Also ich bin einer der Custom-Leute, also irgendeine Keyboard-Geschichte. Ja, wer startet? Escape müssen wir, glaube ich, drücken. Ja, ich drücke schon. Ich kann Escape drücken, auf jeden Fall. Das ist jetzt nur das Intro, das ist noch nichts. Ach so, okay. So, jetzt muss einer alles einstellen. Ich komme da nicht. Doch, kann ich hier, aber ich weiß noch nicht, wem muss ich jetzt einen ausschalten? Wir sollten erstmal einen Test machen, um zu sehen, wer ist. Und dann machen wir die Namen. Wir fangen jetzt einfach mal an. Was müssen wir denn starten? Und dann muss sich jeder merken, wen wer steuert. Okay. Also jeder muss sich seine eigene Farbe merken. Und wer doppelt belegt ist. Also nicht rammen jetzt bitte. Ja, jetzt erstmal ausprobieren. Ich bin rosa. Ich bin rot. Ich bin der Blaue. Ich drehe mich im Kreis, ich bin rosa. Wenn kein anderer rosa möchte, nehme ich rosa. Keiner. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ah doch, warte mal, ich bin Lila. Hey, ich habe gewonnen. Ich weiß nicht, wer du bist, du hast gewonnen. Okay. Nee, oder war das jetzt noch ein anderer? Ich war jetzt nur zur Feststellung. So, kommen wir jetzt wieder ins Hauptmenü mit Escape oder wie kommen wir zurück? Ja, also wunderbar. Nicht also, wer fühlt sich als rot? Meine Wenigkeit war rot. Dann sag mal, 2-4-2. Ich höre dich nur. 2-4-2, okay. Wie geht denn das? Enter. Nee. Und dann eintippen. Ich glaube. Ja. Ja, genau. Nochmal Enter. Fühlt sich jemand rosa? Ja, ich. Ja. Wer ist der Gelbliche? Wer ist der dieser Orange, Entschuldigung. Wer ist Orange? Wer hat Ocker? Wer ist Ocker? Hat er gar keinen. Dann gibt's den nicht, oder was? Ja, warte, da muss ich umstellen, ne? Auf Parallelport 1. Wusste nicht, ich kann ihn ja rausnehmen. Nee, mein Joystick mal nicht. Ja, 2 Leute müssen auf Tastatur spielen. Soll ich die Ocker dann jetzt rausnehmen? Na, warte mal. Nö, lass mal. Irgendwer muss es ja sein, weil wir sind wer ja... Wer ist Lila? Also, Ingo hat Violetten. Ja, ich Violetten. Ich bin 4, ja? Ingo, wer ist Gelb? Wer will an der Tastatur spielen?
Ich nehme dann hier den blauen 6, 7 und F. Oh, das bin ich schon. Dann hier. So. Achso. Dann nehme ich den grünen 10er Block. Ist jetzt blau, grün ich. Wer ist denn blau? Ich bin Manfred der blau. Ja. Entschuldigung, Manfred. Wie willst du abgekürzt werden? MHB, ganz normal. Grün ist dann Daniel, oder was? Ja, genau. MHN. Dani, nehmen wir mal Sid. Nicht Sud. Der hellblaue ist niemand. Genau, den schalten wir aus. Dani, mit was steuerst du? Welche Tasten? Wer ist der gelbe? 10er Block da bei mir, ne? Ist jemand gelb? Gelb hat keiner. Lila okay, ist dann Ingo. Könnte ich ja den nehmen. Dann solltest du den nehmen, ja. Dann wird das. Schau mal, dass du deinen Joystick auf Parallelport 1 legst. Okay, Parallelport 1, das geht ja. Jetzt haben wir sie alle, ne? Oh, ich bin rausgeflogen. Was? Oh ach, nein. Nö. Oh, okay. Ah. Keine Ahnung, warum. Da müssen wir nochmal neu starten. Neu starten, okay. Dann mach jemand erst die Eintragung jetzt. Ich tippe nicht zweimal das Gleiche. Kein Problem, ich mach das schon. Ja. Rausgeflogen hier, das sind die Schlimmsten. Unglaublich. Netsplit, wie früher beim IRC. Okay, wer startet den Server? Ich glaube, ich sollte es nicht machen, weil ich ja hier in Oklahoma bin. Server ist gestartet. Ich scheine. Auch. Auch. Ich auch. Okay, dann join ich jetzt auch. Jupp, startet. Sollen wir wieder erstmal einen Test machen, um zu sehen, wer ist? Oder? Ja, sollten wir tun. Ich denke ja, ne, weil das könnte sich jetzt hier verdreht haben. Ja, oder wir schauen einfach nach, wer welche Tastatur, wer welche Gameport hat. F12 gelegt. Können wir auch eben checken, ja. Genau. Bei mir ist Gameport 1, das passt. F12. F12 und dann Port. Ich bin Parallelport 2. Du kannst also F12 drücken und dann Input Options More, genau. Steht bei mir Parallel-Joystick. Erster oder zweiter? Steht keine Zahl. Oben oder unten? Ich glaube, bei dir ist es der erste, genau. Ja. Parallel du bist 1, also Parallelport okay. 1. Ich bin Parallelport 2. Ja, das ist Parallelport 1. Gut. Dann. Du bist Parallelport 1? Nee, ich bin schon. Patrick ist schon Parallelport 1. Ja. Und ich bin schon Parallelport 2. Und ich bin irgendwie. Das heißt, Danny und Manfred sind wieder auf der Tastatur. So, dann wollen wir mal. Ja, mach mal, weil das ist was ganz Komisches. Ich kann hier gar nichts gerade. Ah, dann schreib du mal ein, wer auch immer es ist. Jo. Parallelport 2 war ich nicht. Wer war 2? Nee, das Gameport 2. Ja. Wer ist Maus 1? Wer ist bei F12 bei Maus? Parallelport 1 ist das erste. Kann ich Maus nehme ich. Okay. Dann mach du dich mal bei Mausport. Ist das Sid? Dani? Dann bin ich Parallelport 1. Ja. Wahrscheinlich. Ja, da stand sowas generic. Das war, glaube ich, dein Gamepad oder Controller. Ja. Und dann ich sollte der Pinke sein, der Lila, ne? Oder was auch immer. Also RSN oder so. So, da muss noch wer mit Tastatur wahrscheinlich. Okay, wer will welche Farbe? Blau F67 mache ich wieder, genau. Das ist dann der Manfred. Mhm. Wollen wir die anderen mal Computer starten lassen? geht auch, ne? Geht, aber... Haben wir noch nie gemacht. Ja, können wir auch.
Aber wir sollten erstmal jetzt hier. Erstmal gucken, wer noch die anderen Tasten haben. Ich bin jetzt. Ich weiß nicht, wo ich drauf bin momentan. Ja, musst du ja mal überlegen. Was willst du? Ich kann auch nicht F12 welche starten. Farbe? Ich hab das, welche Farbe hättest du gern? Ist egal. Wir haben noch gelb, grün und. Ich habe die Tasten halt nicht auf der Tastatur. Irgendwas wirst du ja haben. F67 habe ich. Gut, das hat der Manfred schon. Ja. Aber das die ist, alte Amiga-Taste, weiß ich nicht, ob ich die habe. Das ist, Moment, Ü, Stern und Komma. Oder, nee, Punkt. Ü, Stern und Punkt. Ja, das kann ich machen, dann probiere ich es mal aus. Mhm. Welche Farbe willst du? Ist egal. Okay. Wir haben richtig viele Spieler gerade. Sind wir 6 oder 7? 6. Und jetzt können 6. wir die anderen noch auf Computer stellen, theoretisch. Da sind wir voll, genau, mal sehen, wie das aussieht. Da bin ich mal gespannt. Das haben wir noch nie gemacht mit 8 Leuten, also mit 6 Leuten. Ja, wäre witzig, stimmt, ja. Mal gucken, wie das ist. Lass mal so, wie es ist, okay. Okay, jetzt müsste es ja theoretisch gehen. Mal sehen, ob es klappt. Wer war ich denn? Der Ockerfarbene, ne? Schauen wir mal, ob es klappt. Sehen wir ja gleich. Also dein, ja, du genau. Solltest ja sehen, wer dein Name ist. Das solltest du sein. Stimmt. Ach ja, danke. Stimmt ja. Ich bin ja beschriftet. Wir sind jetzt alle beschriftet. Wie, bis auf den Computer. Aus. Computer ist nicht beschriftet. Gott. Okay. Ja, bei mir geht nicht. Ja, bei mir geht nicht. Bei mir geht's nicht. Du musst übersuchen, Ingo. Nee. Du bist irgendwie diese eckige Klammer auf oder so. Ja, wie kriege ich Gas? Ja, bei mir ist Ü, Stern und Punkt. Punkt für Gas geben. Oh, Ü und Stern für rechts und links drehen. Ich will gleich mal nächste Runde schauen. Der Grüne nervt. Gar nicht bewegt. Der nervt, der Grüne, ja. Sonst können wir auch tauschen, Ingo, weil ich habe diese Tasten. Warte mal, ich guck mal gerade kurz hier. Nicht, dass der Computer gewinnt, das wäre unpeinlich. Danny, du bist unsere einzige Hoffnung. Der sagt, ja. Nein! Wenn man seine Hoffnung auf Danny setzt, kann man auch gleich von der Plattform springen. Ingo, probier mal Punkt zu drücken. Hey, irgendwer hat mich gedrückt. Ich habe gar nicht gedrückt. Ja, ich habe den Joystick. Ach, du bist das. Ja, ich bin das. Aber wer hat dann den Ingo gedrückt? Den Ingo gedrückt, ach Gott. Also Ingo und ich steuern jetzt beide das und ich kann Ingo steuern. Okay. Ingo, du bist ich und ich bin du. Das ist aber schön. Wir tauschen nachher gleich den Arm aus. Ja, genau. Also ich bin jetzt, diese Runde bin ich Ingo. Das heißt, jetzt haue ich meinen Arm Ingo raus, weil ich mich an Arne rächen will. Toll. Nein. Wo ist der Arne? Ich sehe den Arne nicht mehr. Also gut, der ist abgeflogen. Arne ist ja da, der heißt Ingo. Ja, komm, Ingo, los, Ingo, Ingo. Es freut mich, dass euch ein falsch beschriftetes Auto derart amüsiert. Ob wir nochmal irgendwann einen Punkt kriegen? Drück mal Knopf, Ingo, ob es bei dir jetzt geht, dass du jetzt RSN bist. Ja, genau, ich bin Ingo. Schön, dass ihr unter Pseudonym fahrt. Ja. Aber es hat auch noch keiner einen Punkt, alles gut. Ich finde das fast witzig mit dem Computer, gehe ich ja, die sind gar nicht so schlecht. Uah. Also, es flackert irgendwie etwas mehr als sonst. Nö. Oder? Es laggt. Ja, aber es tut es ja sonst ja, auch. Ja, es sind wahrscheinlich, weil es viele Autos sind, oder beziehungsweise die Darstellung der Namen ist halt wahrscheinlich. Genau. War das die Namensdarstellung ist etwas überfordert gerade, glaube ich. Also, ist die wichtig, weil sonst weiß ich nicht, wer ich bin. Genau, das jetzt macht kann ja ich gar nicht super mehr Spaß mit dem Namen. Okay. Ja, vor allem, wenn man dann immer Ingo rausschmeißen will. Man merkt, wie viel stressiger dieses Spiel als Achtung die Kurve ist. Ja, man konzentriert sich aufs Spiel und nicht auf irgendwelche Nebengeschichten. Weg da, Gelb, du musst mich doch nicht runterkicken, Idiot. Was ist denn euer Lieblingsflugzeug beim Flugsimulator? Oh, hör auf. Oh! RSN. Ey, ich hab gewonnen. RSN ist es Ingo. Ist Ingo. Das ist Ingo unter Pseudonym. Der falsche Ingo hat gewonnen. Nee, der richtige Ingo. Der falsche Ingo. Der Scharlatan. Ingo arbeitet als Wolf im Schafspelz. Nein. Genau. Solange der Computer. Ich habe eine Frage für euch und zwar nein, zur Ablenkung.
Was der euer Lieblingssprecher ist bei, bei Hörbüchern? Der falsche Ingo. Versucht David das Nathan. Ist das der, der Jan Tenner gesprochen hat? Das ist der, der Monster 83 und der erste Sprecher von Offenbarung 23, David Nathan. Der liest auch alle Stephen King-Bücher. Der ist Christoph Maria Herbst. Danke. Der ist auch cool, ja. Wer ist das? Stromberg. Stromberg. Aber der Typ, wenn er liest, dann klingt das wie ein Hörbuch. Ich habe Erdmännchen-Romane gehabt. Da sind hunderte von Charakteren und jeder hat eine eigene Stimme gehabt. Das ist der Wahnsinn bei dem Mann. Wie heißt der? Den kenne ich, glaube ich, nicht. Christoph Maria Herbst. Kennst du die Wichser-Filme? Nee, gesehen. Nicht? Die Wichser-Filme. Er meint die Edgar Wallace-Parodien. Einfach was für Darstellung. Weil er dort eben Huttler gespielt hat. Wenn du ohne Kommentar sagst, wer kennt die Wichser-Filme? Echt, also geht das schon wieder. Oh, ihr glitscht wieder übereinander. So viel zum Wichsen. Oh, Leute. Wir sind erwachsen jetzt. Ich sehe nichts mehr. Hallo Grün, nicht mich wegkicken. Falscher Ingo, hau ab. Falscher Ingo, hau ab. Ich kann nicht mehr, herrlich. Ich finde eigentlich auch die deutsche Synchronstimme von Bruce Willis immer ab, ganz gut in Hörbüchern. Fall runter. Manfred Lehmann. Oh, ja, den finde ich auch immer super. Und wer auch sehr gut ist, ist der Sprecher, der die ganzen Harry Potter Hörbücher eingelesen hat. Ich komme jetzt auch schon wieder nicht auf den Namen. Der kann auch so viele Stimmen nachmachen, das ist Wahnsinn. Aber wer war das? Ich weiß es gar nicht. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ich habe den schon tausendmal fotografiert. Wurden die nicht von der J.K. Rowling persönlich? Die Deutschen. Ah, die Englischen. War das nicht Rufus Beck? Dankeschön, genau, ja. Natürlich. Der ist super. Der ist brillant, der Mann. Der kann so viele Sachen nachmachen. Der ist auch hervorragend. Da frage ich mich immer, wie, dass sie das auseinanderhalten können und nicht durcheinander kommen mit ihren verschiedenen Rollen. Jetzt stirb! Grüner! Mann, wer hat mich weggedrängt? Falscher Ingo, hau ab! Und falscher Arne, geh auch weg! Oh, jetzt falscher Grün, stirb, Arne. stirb! Wenn sich 20 kloppen, freut sich der 21. Ach nee, wie war das? Der falsche Arne! Die Computer sind gar nicht so schlecht. Nee, aber wir sind immer noch. Der Grüne ist noch im Spiel. Ich habe den falschen Ingo weggehauen. Das ist nur ich, der falsche Ingo. Oh nein, stopp, das Spiel hat einen Bug. Halt die Klappe! Nein! Das wird das geflügelte Wort. Ich mach den Danny. Auf dem roten Teppich. Super, so kriegt man seine Memes weg. Aber vom Geräuschlevel ist es deutlich angespannter als das. Ja, es geht mal ums Spiel. Es ist extrem viel stressiger. Und ich mache Punkte. Ich mache wirklich mal Punkte hier. Ja, Marcel fehlt. Ja, und da sieht man, wer es trotzdem noch kann, siehst du? Alter Ingo ab. Ey, lass mich in Ruhe. Oh, wir glitschen wieder, wir glitschen. Ihr glitscht über mich rüber, ihr Schweine. Warum passiert das auf einmal immer? Oh, ich glitsche immer, Manfred. Mir ist das nie passiert. Ich habe MHB überfahren, mit allen Reifen rüber. Ist rübergeglitscht. Ich versuche anders zu formulieren. Rallye-Streifen. Nein. Oh, es glitscht. Oh, wie es glitscht. Sind, kannst du bitte von meinem Teil darunter? Danke. Es glitscht. Hallo. Hallo? Hallo? Kannst du bitte mal vom Auto runter? Ich kann mich nicht bewegen. Der Erste, der fällt, ist der falsche Arne. Ich kann mich nicht bewegen. Nein, ich auch nicht. Oh. Wenn Manfred jetzt gar nichts macht. Ah, doch. Okay. Das war eine gute Runde. Oh Mann, ey. Der Gedanke war da, aber falsch umgesetzt. Dieses Spiel kann man nicht toppen. So, auch diese Fehler oder absichtlichen Fehler sind so witzig. Hau ab, falscher Ingo. Oh, wir glitschen schon wieder. Ja, man muss gucken, dass man da. Das, Danny, das Offenbarung 23 ist jetzt aber auch nicht mehr so gut wie früher, ne? Die neuen Folgen. Nein. Das war wirklich die ersten 20 oder so, die waren echt der Hammer.
oder ersten 30 oder so. Und dann wurde es irgendwie schlecht. Oh, danke schön. Bitte. Nein! Das gibt Ärger das nächste Mal hier. Auf Rot müssen wir aufpassen. Mann, lass mich in Frieden. Hast du schon mal Jack Slaughter gehört? Nein. Ja. Was ist das? Das ist auch so ein Comedy-Horror Hörspiel. Spielt in den 80ern? wie heißt er? Ja, es geht um einen Typen, der von seiner Großmutter eine Puppe bekommt und damit auf Geisterjagd geht. Stille! Es ist besser, als es klingt. Ist das so wie John Sinclair oder sowas? So in der Art? Diese Geisterjäger-John Sinclair-Geschichten oder so? Nicht ganz Nein. So ernst. Deutlich unernster. Ah. Ich hab's mir mal aufgeschrieben, muss ich mal hören. Habt ihr mal diese Edgar Allan Poe-Spiele gehört? Pink, der arme Türkise, der gerade überfahren wird. Falscher Ingo. Was macht der da? Falscher Ingo ist ein bisschen. Ich lege mich jetzt genau so hin, dass du den falschen Ingo nicht mehr siehst, Anni. Okay, also der Jan Tenner-Sprecher ist Uli Herzog. Den finde ich auch noch ziemlich cool. Falscher Ingo lebt wieder, Vorsicht. Nee, das ist nicht der Sprecher. Lutz Riedel, genau, Lutz Riedel. Der Jan Tenner-Sprecher, den finde ich auch noch gut. Googlest du das jetzt in Echtzeit? Ja, aber ich bin ja hier schon tot. Von allen Seiten überfahren, seht ihr das? Oh. Ich kann mich ja nicht mehr steuern, weil... Aber ich verstehe nicht... Autos auf dir drauf. Warum passiert dieser Fehler jetzt immer? Weil früher das ist das so nie geil. Passiert. Vielleicht ist das ein Fehler in der neuen FS-UAE-Version oder das so. Das Schöne ist, falscher Ingo, wir klemmen jetzt in der Mitte fest. Das ist eigentlich ganz gut. Falscher ja, Ingo. Und dann gibt es halt das schwarze Loch und dann gibt es wieder diesen... Der falsche Ingo sitzt besser als ich. Jetzt sitzt warte mal, aber ich kann drauf. Jetzt raufkrabbeln. Geh von mir runter. Ich bin in der Mitte. Geh von mir runter. Gleich zerreißt wieder den Rechner. Nein, wer stupst mich da runter? Hey, kann ich nicht schießen? Komm, aber ich gewinne. Ah. Das gewinnt der falsche Ingo, wenn es so weitergeht. Hilfe! Nein, Hilfe! Hilfe! Oh Gott. Oh. Ist das geil. Oh, herrlich. Aber das macht es ja gerade spannend. Oder kennt ihr Gabriel Burns, dieses Hörspiel? Das fand ich auch Hammer. Mann. Ganz schön was los hier. Hey, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Hört auf mich rauf zu glitschen. Kann mal jemand hier dieses. Ich kann mich überhaupt nicht mehr steuern. Alter. Oh Gott. Nein. Falscher Ingo ist weg. Kann einer mit Schwung mal dagegen fahren? Wir kommen nicht mehr auseinander. Oder ja, vielleicht passiert das nur mit mehr als vier Spielern oder so, weil... Doch, das ist aber... Boah, Alter! Ah, schade. Das ist doch nicht normal, dass das ständig passiert. Nein, dass der in der Mitte kleben bleibt, da kommen wir nicht gegen an. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht steuern. Ich auch nicht. Ihr klemmt hier... Toll, jetzt klebe ich an der Seite. Super. Das wird doch wieder nichts. Das kann doch keiner überleben. Ja, Manfred wird gewinnen, glaube ich. Nein, niemals. Keiner. Ich konnte nicht steuern. Du musst in der Richtung stehen, dass du rausfahren kannst. Dann hast du noch eine Chance. Ich konnte gar nichts machen, ich war fest. Falscher Ingo, drück mal. Genau. Falscher Ingo. Ja, wenn ihr dann mit Pseudonym fahrt. Kennt ihr das Hörspiel Wet Grave, also nasses Grab von Alf Stieger? Das gibt es umsonst im Internet. Das hat der selber geschrieben, der Autor. Und dann vorgelesen mit Effekten versehen Alter. und selber ins Internet gestellt. Also selber vorgelesen. Kann ich mir steuern. Würde ich auch immer behaupten. Ja, genau. Der hat seine eigene Kurzgeschichte vorgelesen und dann ins Netz gestellt. Und das ist der Hammer. Aber da gibt es einige gute Hörbücher kostenlos.
Also schauen wir beim Hörspielprojekt vorbei, zum Beispiel. Cassandras Run, kennt ihr das? Das war auch der Hammer. Das war auch ja, da, so. Da habe ich ewig gebraucht, mal alle 6 Folgen zusammenzukriegen. Die waren aber alle umsonst. Die gab es irgendwie. Ja, aber die dritte kriegst du nicht mehr auf der offiziellen Seite. Die dritte Folge. Ah, das kann ich sein. Habe ich dann erst aus dem Webarchiv rausgezogen. Das war irgendwie so eine Art Shadow Run Zukunftsgeschichte. Die war auch richtig cool. Aber dieses Wet Grave ist auch so ein Geheimtipp. Falscher Ingo drin. Das handelt von so einer Zukunft, wo die sich so beamen können zwischen. Also, ich kann gar nichts erzählen, das ist alles ein Spoiler. Also, ihr müsst es mal hören. Wet Grave ist der Hammer. Glaubst du, ist aber ziemlich brutal und auch ziemlich eklig am Ende. Also, es wird sehr brutal und blutig und so, aber Wahnsinn. Ich kann mich nicht auf 3 Sachen konzentrieren hier. Unglaublich eigentlich, dass der Kerl das umsonst ins Netz gestellt hat, weil. Naja, gut, wenn man es zum ersten Mal so hört, merkt man schon, es ist halt ein Amateur-Sprecher. Aber er hat auch so ein paar Soundeffekte hinzugefügt und so, also es ist schon ziemlich cool. Es gibt, glaube ich, auch so eine Seite, wo Leute einfach so Hörbücher einsprechen für umsonst. Meistens, glaube ich, so alte Sachen, die halt kein Copyright mehr haben. Ja. Nein! So, was weiß ich halt. LibreVox war das, hieß die, glaube ich. Ja, genau. Und also natürlich dann auch von Amateuren so eingesprochen. Ist eigentlich auch ganz cool. Aber wie gesagt, das Hörspielprojekt, das ist so semi-professionell gemacht. Danke, Falscher. Mit richtigen Tonstudio und allem. Toll. Ah, okay. Nee, das kannte ich gar nicht. Das ist wirklich sehr aufwendig produziert. Da sind auch teilweise richtig tolle Sachen dabei. Mit Soundeffekten auch und so und Musik und so, oder? Richtig komplette Hörspiele. Ich finde auch diese Günther Merlauch-Produktion, diese Merlausch, diese Hörspiele auch super. Der hat ja eine Zeit lang moderne Hörspiele produziert für Erwachsene. So vor 5 oder 8 Jahren oder so und dann irgendwann aufgehört. Der hat hier die Schwarze Sonne, Kane und solche Sachen produziert. Auch Driest, diese Fantasy-Hörspiele, die waren wirklich auch super gemacht. Halt für Erwachsene mit Wahnsinns-Soundeffekten, tollen Sprechern. Aber irgendwann hat sich das, glaube ich, nicht mehr rentiert. Weil die halt natürlich alle als MP3 überall raubkopiert wurden. Das war echt schade. Er hat auch Punktown gemacht und so ein paar, also Hörspiele für Erwachsene sozusagen. Nein. Der falsche RSN hat fast gewonnen. Der falsche RSN. Oh, da rührt sie übrigens auf dem Tableau. Ich finde, der richtige Bug soll mal wieder einen Punkt machen. Unglaublich, dass wir ja eine oder nach der anderen keinen Punkt kriegen. Also ich glaube, das Punktown von Merlausch ist auch eins meiner Lieblingshörspiele aller Zeiten. Es ist so krass. Diese Science-Fiction-Geschichten mit Lovecraft-Einlagen, so ein bisschen so Anleihen an Lovecraft-Horror mit Science-Fiction, so krass. Super produziert. Aber der hat irgendwann gesagt, dass sich in Deutschland Hörspiele nicht mehr so ganz rentieren, weil die ständig alle auf MP3 sich kopieren. Waren denn nicht mal früher die Hörspiele relativ verrufen? Weil ich erinnere mich zu meiner Zeit, also als ich ein Kind war, da galt das nicht so als hohe Kunst. Das war immer was Gutes bei uns. Hörspiele wurden Das bei meinen Eltern war das wie Lesen fast schon. Ja, ein bisschen schwierig war, wenn du halt schon Sinclair lesen wolltest. Das war ein bisschen verrufen. Das jetzt seitdem die, gerade auch so mit Hörbüchern oder sowas, hat es ja dann auch einen ganz anderen Stellenwert. Aber damals galt eigentlich das eher so halt als das war eine Kindersache teilweise. Nee, das war eine Kindersache, aber war nicht. Nein! So, jetzt war einer hier. Oh, Scheiße! Das war Erwachsene-Hörspiele damals. Nein! Hörspiele, das stimmt. Das war was für Kinder. Ihr wisst schon, wie viele Runden wir keine Punkte mehr machen, oder? Ja. Wir haben ja hier auch Stammtische nicht. Achso, ihr meint. Wir haben damals die 3 Fragezeichen als Kinder gehört in den 80ern und dann mein Bruder hat die dann gehört in den 90ern. Das wurde nie alt. Also alle Kindergenerationen haben immer das gehört. Ich höre die bis heute, also bitte. Ja, Dito. Mehrere ich Generationen. Ich habe damals auch alle Jan Tenner gehört. Das war dann damals. Ich hatte auch einen Koffer. Ich hatte so einen coolen Koffer für Kassetten.
Da passten 50 Kassetten rein und der hatte auch ein Jantenna Bild vorne drauf. Zum Sammeln der Jantenna-Kassetten. Wir hatten da alle drin. Aber die waren zum Teil schon etwas beklappt. Danke, Rot. Ich meine, mit diesem komischen Roboter, mit diesem Computer auf dem Raumschiff, der immer Tüdelüt sagt. Tüdelüt. Tüdelüt. Tüdelüt, Jan, wir haben ein Problem. Tüdelüt. Das war schon der jetzt ein bisschen... Falsche Ingo. Lächerlich. Immerhin macht er die Punkte. Der falsche Ingo gewinnt. Aber von der Mucke und den Soundeffekten war Jantenna auch der Hammer. Wir müssen was gegen den falschen Ingo tun. Oder die drei Fragezeichen, oder die, wir hatten auch so eins. TKKG? TKKG hatten wir auch, war auch super. Die fünf Freunde natürlich, die Hörspiele. Wir haben nur so oft die Sprecher gewechselt, das fand ich anstrengend. Wir sind die besten Freunde, wow. Oder wie das immer ging. Nee, das war DuckTales, jetzt vermischt sich alles. Das sind diese komischen Neuauflagen auch extrem lustig. Irgendwie so. Von fünf Freunde. Kennst du diese Neuauflagen? Die fünf Freunde... Die fünf Freunde leben jetzt glutenfrei oder die fünf Freunde werden Helikoptereltern. Ist total lustig. Nee, kenne ich nicht. Ist eine Parodie, oder? Nee, ist offizielle Folge. Ja, ist Parodie, aber es ist offiziell von Europa oder von dem Verlag halt eben verlegt. Ist auch auf Spotify. Wie ging denn nochmal dieser Song? Nein, Ingo. Falscher Ingo. Irgendwas mit, wir sind die Besten. In der rote Teppich. War bitte auch nicht singen, ich spiele YouTube wieder an. Und natürlich nicht zu vergessen die unendliche Geschichte und Momo, die zwei Hörspiele auf drei Langspielplatten jeweils. Kennt jemand noch die ganz bescheuerten Funkfüchse und Computerkids? Ja. Die habe ich wieder mir gekauft vor 10, 15 Jahren auf Kassette, damit ich die wieder als Original habe, die Funkfüchse. Die waren so schwer zu kriegen noch. Hammer. Und Computerkids, das ist doch gestörter. Funkfüchse mochte ich aber lieber. Die Pizza Connection, kennt ihr das noch? Als nur das Spiel. Die Kinder, deren Eltern so einen Pizzaladen hatten oder so, irgendwie sowas. Pizzabande hieß das, ne? Die Pizzabande, genau, das war es, nicht Pizza Connection. Pizza Connection war ein PC-Spiel. Das war ein Spiel, stimmt. Die Pizzabande. Der falsche Arne hängt fest. Gut. Ja. Die waren auch gut. Ey, bis einer heult. Die Pizzabande. Bis einer heult. Bei der Pizzabande gab es eine Folge über Tierversuche, die war so krass, das konnte ich kaum ertragen. Falscher Ingo, hau ab! Hallo? Ich kann nicht fahren, geht nicht. Ja! Angekommen. Nein! Da hat's überlebt. Nein! Hau ab! Hau ab! Nein! Oh nee, jetzt gewinnt der Computer. Oh. Das kann doch nicht sein, Leute. Der Computer hat Punkt gemacht. Das ist deprimierend. Kennt ihr noch die Räuber-Hotzenplotz-Hörspiele? Diese. Habe ich nie gehört, sowas. Der magischen Kaffeemühle oder so? Die waren auch cool. Oh. Es gab wirklich Hörspiele wie Sand am Meer früher, als wir klein waren. Hier, Bilbo und seine Bande. Ja, kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Was ist das? Augsburger Puppenkiste. Ah, okay. Gab es aber auch als Hörspiel. Ich hatte auch Hörspiele, die waren einfach kopiert von Filmen. So. Also da gab es so Star Wars Hörspiele oder so. Das gab es ja von Knight Rider. Das war einfach die Tonspur des Films. Halben Spuren, genau. Genau, zusammen mit einem Erzähler. Da wurde ein Erzähler dazu geschnitten und das war eigentlich die Tonspur des Films. Das gab es von ganz vielen Filmen, gab es das. Von ganz vielen Serien auch. Das gibt's ja bis heute, wird das produziert. Ziemlich billig eigentlich. Also es passt dann wirklich nicht so richtig. Ich glaube, es gab damals auch hier ein Colt für alle Fälle. Gab es, glaube ich, auch als Hörspiel, ne? Weiß ich nicht. Da gibt es ja bis heute nicht mal die DVD ab der zweiten Staffel mehr. Ja. Da gab es schon rechtliche Probleme bei ihm. Ich will nicht runterfallen, oh Mann. Wegen dem, wegen auch der nicht, Serie wollte ich früher mal Stuntman werden. Du auch? Oh, ja. Mann. Ja. Die meisten Kinder wollten ja Lokomotivführer oder Feuerwehrmann, ich wollte mal Stuntman werden. Ich habe mich so blamiert in der Schule, weil da wurde mir in der vierten Klasse gefragt, was will man denn werden? Da ich Ingo, du hast einen Punkt gemacht. Stuntman. Ja. Ist ja erschreckend. Ja, ich auch. Ich wollte mal Stuntman werden, wie cool. Das ist eigentlich total der scheiß Job. Naja. Ich kenne keinen. Wird nur schlecht bezahlt. Bitte? Ja, stimmt. Was hast du gesagt, Michael? Für die Gefahr auf jeden Fall schlecht bezahlt. Ja. Du hast keinen Ruhm, du hast eine schlechte Bezahlung. Und das hohe Risiko natürlich. Und das Risiko, ja. Dann kommst du in die Zeitung, wenn das Stunt nicht gelingt.
Oh, ja, ist er so. Ich meine. Ja, da wirst du berühmt. Ja, ja. Ja. Und in der Zeitung steht dann immer nur das Stunt-Double von. Ja, super. Nein. Ah. Aber ich weiß, dass man das Kleben provozieren kann. Das kann man tricksen. Bitte nicht. Aber das ein Colt für alle Fälle fand ich damals irgendwo, ich weiß nicht, warum ich das so toll fand. Also ich fand es ganz nett, aber auch schon als Kind jetzt nicht so unglaublich gut. Also es war immer so, naja, man guckt, weil man es gucken kann. Kaum ist Ingo nicht da, mache ich Punkte. Ingo sage ich schon. MacGyver Marcel, fand ich viel besser. Ich mochte MacGyver nicht und mochte Colt lieber. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe heute mal ein paar Folgen gesehen. Ich habe jetzt wieder angefangen, ja, die alten Serien zu gucken. Das ist teilweise echt lustig. Wie hieß denn das noch mit den... Oh Gott, jetzt komme ich nicht. Hier, Trio mit vier Fäusten fand ich auch cool. Ja, Riptide. Das habe ich, die drei von der Riptide, genau. Das habe ich jetzt nochmal geguckt, wieder. Das kann man noch gucken. Mit einem gewissen Abstand geht es. Ja, aber Colt für alle Fälle habe ich jetzt letztens geschaut. Ich verstehe jetzt die Story und die ist so dermaßen dünn. Also, das stimmt, ja, das stimmt. Als Story würde das heute nicht mehr durchgehen. Ich habe, wie gesagt, nochmal Dings hier, vier Fäuste und nochmal Knight Rider komplett geguckt in den letzten zwei, drei Jahren. Das war nochmal okay. Oh, das kann ich nicht ertragen, glaube ich. Knight Rider ist auch ziemlich dumpf. Ziemlich stumpf, oder nicht? Knight Rider ist auch sehr stumpf, genauso aber wie A-Team. Knight Rider mag ich bis heute, das hat irgendwas. Ich finde das witzig. Ich finde auch Hasselhoff, wie gesagt, seitdem man sich selber nicht mehr ernst nehmen kann, sehr unterhaltsam. Und der Mann ist auch lustig. Den habe ich jetzt ein paar Mal getroffen schon und der ist echt so drauf. Also alles gut. Ich finde den ganz kultig irgendwie, auch wenn er natürlich... Ja, immer mit seiner Uhr spricht. Ja. Ja, mittlerweile ist es ja alles kein Science-Fiction mehr. Das stimmt. Falscher Ingo. Das ist nicht Ingo, das bin ich. Im Auto mit der Sprachaktivierung, da habe ich auch dann die Worte Hey Kid genommen. Bei meinem Navi habe ich das auch, da muss ich auch immer Hallo Kid sagen. Es gab ja auch mal den bösen Kid, diesen roten. Ja, genau. Den bösen Kid. Ja, ernsthaft, den gab es ja wirklich. Es gab ja den guten Schwarzen und den bösen roten. Das war eine der Highlight-Folgen, das waren die Endkämpfe, wo auch Kid kaputt gegangen ist dann auch und so. Genau. So, falscher Ingo muss jetzt erstmal hier weg. Oh Mann, ihr glitscht alle über mich rüber hier wieder. Ihr springt immer auf andere Autos, das ist ein komisches Phänomen. Ja, ja, das ist ein Autoglitscher. Ich weiß noch, wie wir Star Trek Next Generation geguckt haben, als es gerade neu war. Das war ungefähr zu der Zeit, als auch das Super Nintendo rauskam in Deutschland, glaube ich. Ich bin wahrscheinlich eine der wenigen Menschen, die noch nie Star Trek Next Generation gesehen haben. Was? Oh, ich klicke auf dem MHB drauf. Keine einzige Folge. Die Serie ist der Hammer. Ja, echt nicht? Ich mag keine Science-Fiction-Sachen. Ich dachte, das war ein Witz. Nein, ich habe noch nie eine Folge Star Trek Next Generation. Ich habe das Einzige, was ich... Außerhalb der alten Star Trek-Serie kenne ich nichts von Star Trek. Gar nichts. Oh Mann, das ist ja peinlich. Nö, wenn man keine Science-Fiction mag... Patrick. Nö, muss ich doch nicht. Du magst kein Science-Fiction, was stimmt mit dir nicht? Das ist eine Kulturlücke. Ja! Ich habe die alten Folgen geguckt, das reicht. Und die Filme kenne ich auch noch. Star Wars. Weil Next Generation fand ich den Höhepunkt eigentlich. So kann sein, ja. Es hat mich nie interessiert. Also ich fand auch Next Generation als eine der besten Star-Trek-Serien. Die war wirklich super. Ich mag kein Science-Fiction, stimmt auch nicht. Ich habe solche Stargate verschlungen. Das habe ich alle Staffeln geguckt. Also das mochte ich total gerne. Oh Gott. Ah ja. Ich habe mal versucht, Farscape zu gucken. Gott. Stargate fand ich auch interessant, weil ich fand es halt ein sehr interessantes Gedankenspiel mit den Wurmlöchern. Und, genau. Und solche Sonderserien, oder es gab so viele andere Serien, die ich geguckt habe in den letzten Jahren. Eureka fand ich gut, da habe ich dutzende Staffeln geguckt, wollte ich gerade sagen. Also sonst welches? Sag nochmal. Was war Eureka, das? Eureka war auch witzig. Kenne ich nicht. Total super. Oder Warehouse 13 finde ich geil, solche Sachen. Ah, das habe ich auch mal geschaut, ja. Das sind so tolle Serien. Stargate fand ich halt auch dann dahingehend ein bisschen unglaubwürdig, weil, ich finde es halt immer schwierig, wenn man halt auf Außerirdische trifft und dann ist man eigentlich so ebenbürtig oder nahezu ebenbürtig. Oh, das weiß ich jetzt halt immer relativ schwierig. Jetzt müssen wir mal hier, ich muss mich jetzt einmal aufs Spiel konzentrieren, das geht ja gar nicht. Das ist ja halt auch dann bei Stargate so gewesen, also da haben die ja dann halt auch, also es war halt dann auch sehr starke Militärverherrlichung.
Bei Stargate war doch auch der Schauspieler von MacGyver da. MacGyver. Ja. Und darum der Witz, ich habe auch MacGyver nie gesehen, außer jetzt mal in den letzten Jahren mal zufällig. Ich habe nie MacGyver geguckt. Fand ich als Kind fürchterlich. Ich weiß nicht warum. Inzwischen finde ich es witzig. Ich mochte auch A-Team zum geguckt. Beispiel. Es waren, haben so viele Leute immer MacGyver und A-Team geguckt. Fand ich okay, auch mal aber A-Team geguckt. A-Team war schon sehr militärverherrlichend. Ja. Das war wirklich ein bisschen krass. Gewaltverherrlichend sozusagen. Wer klebt warum? Hier an wir haben jemanden getroffen. Ja. Ich fand das immer so cool bei A-Team, diese Schnitte, wenn sie so ein Projekt haben. Wir bauen jetzt ein Haus und dann haben sie es so in zwei Minuten fertig gebaut irgendwie. Das war immer so. Man sieht sie so in einer Nein. Szene beim Sägen Lass mich und dann heilen. Holz zusammen weg. Nageln und dann zack, war das Haus geh fertig. Geh weg, Blau, geh weg, weg. Wunderbar, entspannt auf dem Teppich, das war doch cool. Ohne Marcel geht das echt gut, das Spiel. Habt ihr früher auch Baywatch geguckt? Nein. Manchmal, aber Habt ihr mal Baywatch Nights geguckt? Das ist ja noch schlimmer, habe ich mir mal DVDs geholt. Das ist das, was nach Baywatch immer abends passiert, also da ist dann der Baywatch-Heini da als Detektiv unterwegs und in der zweiten Staffel fängt er an, außergewöhnliche Aliens zu jagen. Ich dachte, da bin ich im falschen Film. Also sowas Absurdes. Also wenn man was völlig Absurdes sehen will, Baywatch Nights. Hat nichts mit Baywatch zu tun, aber ist aber dieselbe Rolle. Nee, habe ich nie gesehen. Komplett absurd, also wirklich absurd. Habt ihr mal die moderne... Was? Ist das auch in Deutschland? Ich habe das als DVD mir auf Deutsch bestellt, bei Amazon mal irgendwann, ja. Ja, aber wo lief das? Ich habe noch nie was davon gehört. Oh, nee, Baywatch Nights, guckst bei Amazon. Ja, ich meine, welchen Sender lief das damals? Weiß ich nicht, gab irgendwo mal. Zwei Staffeln gibt es davon. Die erste ist echt gut noch, da ist er Privatdetektiv, der normale Gangsterjagd und bei der zweiten jagt er Aliens am Baywatch-Strand. Ich denke, was ist denn das für ein Scheiß? Aliens am Baywatch-Strand. Komplett absurd. Ja, wirklich komplett absurd. Das war's wohl, MHB. Und der, ja, falsche, Ingo. Der falsche Ingo kämpft. Der falsche Ingo kämpft. Und alias ich. Ja. Der falsche Ingo alias ich. Der falsche Ingo macht mir zu viele Punkte. Du hast auch schon, ja, 4-3, wir sind... Du machst mir zu viele Punkte. Auch so, wir werden mal fertig mit dem Spiel. Du lenkst mich immer nur ab, das ist das Problem. Ihr seid fertig. Ich schlafe am Dolzig ein. Habt ihr mal die moderne Serie The Leftovers gesehen? Ich nein. Ist der Hammer, so eine Mystery-Sci-Fi-Serie, wo so, das fängt so an, irgendwie... Was hast du denn gegen mich hier? Da passiert sowas, dass... Du warst gerade in der Nähe. Du stürzt dich immer auf mich drauf. Die Leute wachen auf am Morgen oder so oder irgendwie mitten am, ich glaube, es ist sogar mitten am Tag, mit einmal verschwinden. Ein Drittel oder so aller Menschen der Erde sind weg. Einfach von einem Moment auf den nächsten verschwunden. Falscher Ingo, quatsch mich wieder aus dem Spiel hier. Ist es sowas Christliches, oder? Nee, Religiöses? Nee, gar nicht. The Leftovers ist so eine Art Mystery. Ja, nein, doch. Also es ist keine Krimi-Geschichte, sondern sowas, so ein bisschen wie X-Files. Aber richtig cool. Und dann bildet sich irgendwie so ein Kult und dann, es bildet sich halt so ein Kult. Also nur fürs Protokoll, ohne Marcel mache ich Punkte, ne? Das muss man mal sagen. Von Leuten, aber die versuchen zu erklären, warum die ganzen Menschen gewonnen. Verschwunden sind. Ich habe gewonnen. Ist ja. Der Hammer. Ich habe ein Guilty Pleasure mit Serien. Und zwar, was ich total gerne geschaut habe. Mach mal mehr Glatteis an. Bitte jetzt nicht lang. Kennt das jemand? So, die Kinderserie The Tribe? Nein. Aber wenn du da mit solchen Sachen anfängst, ich gucke nur komische Sachen. Ich habe ja, wie gesagt, das ist ja bekannt durch den Podcast auch, ich habe ja, wie gesagt, H2O geguckt, diese Jungfrauenserie da, eine Jungfrauenserie mit allen Fortsetzungen und Spin-Offs, die finde ich immer noch total super. Das war irgendwie so eine Endzeit-Kinderserie, ich glaube aus Neuseeland, wo da halt irgendwie alle Erwachsenen an einem Virus gestorben sind, aber passt gut. Und wo quasi nur das passt die... Das passt ja super, okay. Genau, und die Kinder überlebt haben und die dann halt so überleben mussten. Also das waren halt so Survival-Gedanken. So, das fand ich halt dann ganz spannend, so die Fragen, die halt dann kommen, wenn man halt überleben muss. Und hat mir gefallen. Hast du die neue The Watchmen gesehen, die moderne Serie? Die ist auch super. Ich kenne den Film. Also ist ganz anders als der Film. Ich weiß gar nicht, ob die Serie schon draußen ist. Das kann sein. Also hier gibt es die schon in den USA und die ist auch der Hammer. Die ist auch von den gleichen Leuten auf Prime oder wo war die? Wie The Leftovers. Ich weiß gar nicht, wo ich das geguckt habe. Irgendwo, das war knapp, mein Lieber. Das war knapp.
Ist das neu, das Leftovers? Oder? Leftovers ist nicht so neu. Das gibt es schon seit ein paar Jahren. Und dieses Watchmen ist von dem gleichen Regisseur-Schreiber-Team oder so wie Regisseur-Team wie Leftovers und hat auch. Nein. Das ist ziemlich tief. Also wirklich für Erwachsene so. Da sowohl jetzt Watchmen getauscht, als auch Leftovers sind beide echt super. Ingo, du bist jetzt Ingo. Ah, scheiße. Ja, das gut, merkst du nach drei Runden, sagen. Das ist hart. Oh, ja, es ist spät. Ingo ist jetzt Ingo. Ingo ist jetzt der echte Ingo. Du hast die ganze Zeit nach dem Namen geschaut, oder was? Er ist immer nach Arne gefahren. Das sind die Leute, die echt... Du hast doch die Farbe nicht gewechselt, Ingo. Die Farbe ist gleich, Ingo. Es ist nur der Name. Du den Namen korrigiert. Ja, Ingo, drück doch mal. Tatsächlich. Du bist immer noch lila. Ja, ich bin... Aber wir haben einen Glatteis-Spezialisten, das merkt man hier. Ist jetzt die letzte Runde. Wir haben einen Glatteis-Spezialisten. Ja, ich musste die Fraktion ein bisschen höher setzen, weil das ging nicht. Ja, sonst hätte ich ja wieder gewonnen. Glatteis kann ich ja gar nicht, ne? Oh. Wie ein Flipper. Na, also wenn ich jemanden ramme, sollte er schon wegspringen. Wenigstens. Wenn ich jemanden ramme, sollte er wegspringen. Das ist ja auch wieder eine Methode. Danke, Rot. Keine Ursache. Aber du klitschst ja selber weg. Ja, das passiert. Habe ich den richtigen RSN erwischt? Ja, fast. Ja, komm, schieb die weg. Ja, ja, ja. Nicht runterfallen. Nein, nein. Oh, Mann. Oh, das hättest du beheben können. Ich war Last Man Rutsching. Last Man Rutsching. The Last Man Sliding. Last Man Falling, passt auch. In den 90ern war ich auch totaler Fan damals von Babylon 5. Ich habe es versucht. Sarah mag das so gerne. Die hat das früher geguckt und ich kann es nicht ertragen. Es ist so schlecht. Ich habe alle Staffeln. Ich fand die genial. Vielleicht muss ich ihm nochmal eine Chance geben. Es gibt auch so, irgendwie hat Sarah mir, glaube ich, auch erzählt, man muss erstmal eine ganze Staffel gucken oder zumindest vier oder fünf Folgen, bevor man irgendwie überhaupt Ingo, drin ist. So, die letzte Staffel, die ist scheiße, aber das hat historische Gründe. Ja. Weil die wurde halt immer, es hat, also... Ha. In jeder Staffel wurde sie eigentlich abgesägt, dann wieder verlängert. Und die hatten dann, die war eigentlich auf 5 Staffeln ausgelegt. Dann haben sie die dann versucht, auf 4 Staffeln zum Abschluss zu bringen. Und dann haben sie dann eine 5. Staffel bekommen. Und dann haben sie dann halt noch irgendwie was dazu gesponnen. Das hat man halt gemerkt, dass das dann irgendwie ein bisschen aufgesetzt war am Schluss. Nein! Hast du auch Deep Space Nine? Ja, klar. Deep Space Nine habe ich auch irgendwann lieben gelernt. Das ja, hat wobei lange gedauert, eine ganze Staffel oder so, bis ich drin war. Aus neutraler Sicht muss ich jetzt sagen, Babylon 5 ist die definitiv bessere Serie. Weil es ist halt auch so eine politische Serie im Prinzip. Und, also hier, Babylon 5 ist für mich so eine Art wie Game of Thrones gewesen, wie jetzt. Ah. Also jetzt natürlich, effektemäßig waren die damals nicht so toll. Gut, es war halt auch Neuland, was die gemacht haben, aber so von der Patrick. Politik und sowas. Entschuldigung. Also wer so ein bisschen so Politikserien mag, ja, mit Intrigen und sonst was. Aber die Effekte sind jetzt schon schlechter als bei Deep Space Nine, ne? Bei Deep Space Nine waren die Effekte ja, also die gut. Sind ja, die hatten ja damals auch schon kein Budget. Ja. Bin ich noch dabei? Nee, ich glaube nicht. Ja. Wenn du das schon nicht mehr merkst, ist echt Feierabend. Ja, ich krieg's nicht mal mit. Das ist also. Aber der richtige Arne glitscht weg. Der grüne warte nicht. Warte mal, scheiße. Ich wechsle mal die Brille. Nimmst du die Schlafmaske ab? Nee, aber. Ich will nicht, dass du wieder den Computer gewinnst. Super. Ganz ruhig, ganz ruhig. Jetzt es ist Glitch. Und treffen. Ja, ich fahre einfach ganz lang. Hinterreifen fast runter. Ich habe auch wieder als Kind Buck Rogers geliebt. Habt ihr Buck Rogers geguckt damals? Ja, klar. Auch mit diesem komischen kleinen Roboter, der immer irgendwie dubi 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 oder sowas gesagt hat. Budi budi budi. Dibbi dibbi dibbi. Dibbi dibbi dibbi. Buck Rogers. Es war so lächerlich, aber ich habe es total abgefeiert. Es war eigentlich wie Star Wars als Serie fast. Ja. Okay, 2 Computergegner sind noch da. Das ist erschreckend. Einer. Einer. Deine Chance. Manfred wunderbar. Gewinnt. Ist nur noch auf dem Teppich. Das dürfte ja kein Problem sein. Ja, du hast es geschafft. Das hatte Danieske Züge.
Habt ihr auch Captain Future geguckt früher? Oh ja, ja. 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 Das war auch der Hammer. Aber da war ich noch sehr viel kleiner. Das fand ich ja. Heute kann ich das gar nicht mehr ertragen. Ist das so schlimm? Ich habe es jetzt noch nicht mal wieder. Ja, heute finde ich es besser. Echt? Ich finde, heute geht es gar nicht mehr. Ja, ich verstehe heute, worum es geht. Ja gut, aber ich finde es halt echt, ich komme halt mit dem, ich finde es halt sehr... Mann! Aber der die Manga-Style, Musik war doch der Hammer. Das stimmt, ja. Der erste Manga, ne, sozusagen. Der in Deutschland, ja, nicht unbedingt. Ach, der ganze Haufen Mangas in den 70er, 80er. Richtig. Und die haben ja das Captain Future auch komplett anders geschnitten als in Japan für Deutschland. Das ist ja auch so witzig. Die haben eine komplette Folge jeweils rausgeschnitten. Die haben ja sogar aus mehreren Folgen eine gemacht und einfach anders zusammengesetzt. Ja, ja. Echt? Das wusste ich gar nicht. Ja, das ist übelst halt geschnitten mit, in Deutschland. Hat nichts mit der japanischen Serie zu tun. Und tschüss. Oh nein, Arne hat es geschafft. Zu früh gefreut. Können wir jetzt mal auf Arne aufpassen? Ich glaube, war nicht auch die Titelmusik eine andere oder so? Dieser komische Chor. Die war in Deutschland besser. Die war Musik war in Deutschland gut. Viel besser. Ingo, aufwachen. Ja. Ich hatte sogar das Captain Future Raumschiff als Spielzeug, Metallspielzeug. Ich hab's noch. Du hast das noch? Cool. Ja, das konnte sich so aufteilen, irgendwie in drei Teile und auch so Laserschüsse schießen aus so Plastik, glaube ich. Das hat mir wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe im Prinzip alles noch, was ich früher bekommen habe. Also. Ah. Es war auch ein cooles Raumschiff-Design. Es waren ja, glaube ich, so irgendwie so zwei Kugeln mit so, mit so einem Mittelteil. Die Komet, genau. Flügeln, richtig cool. Aber der Sach hielt noch was aus. Ah, sehr gut. Und das Ding war komplett aus Metall und da war auch so ein Plastik-Captain Future dabei, den man da vorne reinsetzen konnte, glaube ich. Hatte ich nicht, ich hatte nur das Raumschiff. Also. Und das kleine Shuttle. Genau. Ich wollte gerade sagen, warum drückt genau, es gab ich zwei. Selber. Okay. Und bei einem war bei mir so ein kleiner grauer Plastik-Captain Future dabei. Ja, es war schon cool. Nein, das ist mir zu glatt. Ob das schon was wert ist, die Sachen? Bestimmt. Wenn du sie verschweißt und egal stehen hast, ja. Oder wenn du wenigstens noch die Originalschachtel hast. Aber dann würde ich an dir zweifeln, wenn du mir das habe ich als Kind geschenkt bekommen, steht immer noch verschweißt im Regal. Jetzt habe ich eine Frage für euch. Was vom Flohmarkt? Ich weiß gar nicht mehr. Keine Hattet Ahnung. Ihr früher den Millennium Falcon? Nein, ja, ich habe noch. Echt, ja. Alter. Das Ding war ja gigantisch und richtig arschteuer. 200 Mark Falcon. Oder 150 Mark oder so. Welche Version meinst du jetzt? Da gab's Star Wars Spielzeug, die Plastik. Da gab es aber auch riesige. Gab es ja nicht auch so von, wie heißt es, Rebelle, diese. Nee, ich meine das große aus Plastik von nein, Star Wars. Nein. Mattel, das war so offizielles Star Wars Spielzeug, weiß nicht. Ja, ach so, weil da gab es bestimmt zu Nachbauen und Lego-Bausatz. Also, da gab es ja was. Nee, das meine ich nicht. Ich meine das offizielle, ja. Das, nee, ich meine das. Ja, es gab ja so einige. Es gab ja auch, ein Freund von mir hatte auch den B-Wing. Da konnte man so einen Schalter drücken, dann hat sich der so umgeschaltet auf die verschiedenen Flügelformationen so. Es gab auch den X-Wing, der war auch aus Plastik. Ah, alles Mann, ey. Konnte man auch so die Flügel umstellen. Bisschen zu viel Glück beide. Aber der Falcon, der war richtig groß. Den konnten wir uns nie leisten. Ich habe noch einen ferngesteuerten Kit bei mir oben stehen im Regal. Der hat nicht in die Garage gepasst. Einen ferngesteuerten. Arne, das ist erschreckend, das ist schon wieder hier. Ja, bitte. Nein. Das war's nicht. Ach, scheiß. Ich schaff's noch. Ja, der Computer hat ja komplett versagt hier. Wir hatten was ganz komisch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir hatten so einen Roboter. Bingo. Den konnte man so mit so einer Mini-Luftpumpe aufpumpen und dann konnte der mit dem Luftdruck irgendwas machen. Nein, den hatte ich nicht. Der konnte dann so Schüsse aus seinen Armen schießen mit Luft. Alles war mit Luftdruck. Ganz, ganz komisch war das. Gut, dass das werde ich gut. auch nie mehr finden, das Spielzeug. Gut, dass du gesagt hast, das im Arm. Ein Kumpel von mir hatte diesen war der von Tobi, dieser komische große Roboter. Der sah so ein bisschen aus wie R2-D2. Nee, den hatte ich nicht. Meiner, unserer, der mit dem Luftdruck. Mit dieser kleinen Luftdruck, er war so grau und eingeglätscht. Er war so grau und sah aus wie eine, wie man sich so einen Roboter als Kind vorstellt. So eine eckiger Körper und so ein eckiger Kopf. Ja. Und zwei Arme.
Nee, das war so ein großes Ding und da konntest du auch irgendwelche Plastikscheiben reinstecken, hat er was gemacht. Oh, ich glaube, das hat ein Freund von mir auch gehabt. Ich glaube, das war nur Verarschung. Der hatte so einen Computerchip drin und da war schon alles vorgespeichert und die Plastikscheiben haben das dann aktiviert. Genau, die haben das dann aktiviert, genau. Ich kann mich erinnern, ja, vage. Aber ich hatte den nie, aber so ein Freund, glaube ich. Nein! Danke, Arne. Schmeiß Arne runter, der hat schon so viele Punkte. Ich meine, ja, die 80er waren ja auch die totale... Lassen, nicht zuhören, wegkicken, genau. Lass jetzt nur noch auf dem Teppich bleiben. Bitte. Also ich bin auf jeden Fall pro Arne, weil ich möchte, dass das Spiel möglichst schnell zu Ende ist. Ja, jeder hat seine Wünsche. Ich bin pro Bug. Ich fand, die 80er waren auch voll die Science-Fiction-Zeit. Also die ganze Kinderspielzeug war ja alles Roboter. Irgendwo versteht sogar den Start, geil. Laserkanonen, Raumschiffe. Ja, oder diese Taschenrechneruhren. Diese Casio-Uhren mit der 10er-Tastatur. Die ersten sprechenden Wecker. Ja, die hatte ich. Die Uhrzeitsansage. Ja. Die Casio-Uhr, der Freund meines Vaters, wir waren in so einem Dänemark-Urlaub, als ich irgendwie 7 war oder so. Und der, ungelogen, dieser erwachsene Mensch, ne, der war irgendwie, sagen wir mal, 30, 35 Jahre alt. Ahne, da weg. Der hat den ganzen Urlaub nichts anderes gemacht, als vor dem Ferienhaus auf so einem... Nein! Was kann man erwarten, wenn der rote Teppich... Und auf seiner Casio-Uhr so ein dummes Spiel zu spielen. Ah, nee. Weil auf der Casio-Uhr gab es so ein Spiel. Man musste einfach, das hat einem eine Zahl gezeigt und da musste man die so schnell wie möglich eintippen. Meine Uhr konnte völlig bescheuert. Meine Uhr konnte Durchschnittskilometer im Auto messen. Ja, also, ich meine, und hässlich waren die Dinger ja ohne Ende. Ich meine, diese Taschenrechneruhren. Und nicht was. Also die ersten Smartwatches. Und das war nicht total cool. Auf der Apple-Uhr, das erste, was ich auf meiner Apple-Uhr gecheckt habe, ist der Taschenrechner, weil es ist genau wie früher. Du hast halt echt einen Taschenrechner an der Uhr. Nein, das wird nicht. Nein! Ja, ich. Du hast nicht die Eisgrün überleben können. Ah, man zieht mal. Ja. Ingo. Arne. Ja, Moment. Arne? Genau. Das ist hier irgendwann nochmal ein Ende? Ich meine, Ingo macht nochmal 5 Punkte, dann ist Feierabend. Ja, wenn ich keiner 5 Punkte mache. Ingo muss da 5 Punkte machen. Zum Glück spielen wir nur um 5 Punkte. Das stimmt. Aber ohne Marcel ist es sehr ausgeglichen alles. Stimmt. Marcel ist nicht da, das ist der Unterschied. Richtig. Scheiße. Ja, und die beiden Computergegner nicht vergessen, ne? Die machen auch eine Spaß. Menge aus. Die machen, finde ich, Spaß. Die machen total Spaß. Ja, außerdem holen die sich selber raus. Und so viele Punkte machen die ja im Verhältnis nicht. Nein. Oh. Nein, komm. Jupp. Es sieht nicht gut aus. Doch. Es sieht sehr gut aus. Weg mit dir. Oh. 2, 4,